Ja, ist das so? Seht ihr, dass ich... ich habe angeklopft, aber wo ist das jetzt? Oder muss ich noch... Nee, anklopfen. Los geht's. Ach, aber dann öffnet sich so ein Browser. Das ist dann so ein Call. Ja, aber warum vermarkten die das so? Gäste einladen? Ja, die wir machen wir doch gar nicht. Raus, Stream Together. Es ist doch dasselbe Feature, die haben es nur irgendwie jetzt. Ja, funktioniert leider nicht. Achso, das ist dann spontan. Was denn? Ja. Und jetzt? Okay. Oh, ich bin doppelt. Wie mache ich denn das jetzt? Game und Test, Test. Hä? Hallo? Ich habe eine Mikrofonspur, die klingt aus und die Game- und Chat-Spur auch. Ich mute jetzt erstmal die eine. Ja. Unterhalt die Leute doch mal ganz kurz. Ja, ich musste mein Dings wechseln, mein Netzteil. Und seitdem funktioniert es nicht mehr. Dann hört dich auch bei mir nicht. Es ist komplett, wenn du mich doppelt, ich hört man nicht. Warte mal. Ja. Ich muss gerade denken. Kleinen Supportfahrer ausgelöst hast. Ich hatte tatsächlich mal PayPal-Hack. Mir wurden 500 Euro abgebucht. Also lieber froh, dass es nur 4,35 € sind. Ich habe sie nicht wiederbekommen. Und Fünfer? Muss kurz mein Handy holen. Dein Handy? Ja, ich will gegenchecken, was man da jetzt hört und wie das ist.
Kann mal einer von den Mods vielleicht auch mal zu fünf rüber und ihn nochmal leiten, was da man ist, Hallo, hatte. Ist hier noch jemand? Bei mir hört man mich, hört man viel. Hürden, kannst du kurz rüberschalten? Hürden, kannst du mal wieder kurz rüberschalten, du kennst es doch. Du bist doch ein Techniker. So, Pulikai, er hört mich und Fünfer. Wie, du bist Fünfer? Ja. Achso. Phil und Fünfer. Ja, ist auch richtig. Ja. Was ist denn jetzt falsch? Wenn ich jetzt noch Musik anmache, Leute. Du siehst doch, was ausschlägt. Ja, dann müsstest du es auch sehen, alles. Super, klasse. Aber bei mir im Stream, Leute, ihr wisst, da klappt alles. Da läuft's. Ja, Leute, ich habe mich sogar vorbereitet. Aber super. Das war ja nicht mit inbegriffen. Aber du hast es doch gefixt jetzt, oder was? Ja, anscheinend. Leute, wir gehen ins Spiel rein. Ich will euch gar nicht so lang auf die Folter spannen. Das Spiel ist wirklich. Auf was wolltest du uns denn dann spannen? So, hat das Spiel eigentlich eigene Freedom Squad Grüß? Ich. So. Wir machen jetzt einfach mal, schalte ich mal rüber. So, jetzt habe ich. Hab ich ein Problem. So. Das Spiel hat keinen Ausschlag. Ich habe Ausschlag und zwar hinten. Hier haben wir die Steuerung. Grafik, volle Olle, Audio, klasse. Ich mache mal einen neuen Shop. Gamesout ist da. So, Köden. Und du kriegst von mir und irgendwann in den nächsten paar Jahren mal ein Gifted-Sub geschenkt. Auf dem Kanal deiner Wahl. Für dein Feedback. Super, muss ich aber wirklich mal, als Dankeschön auch mal was zurückgeben. Wählen Sie einen Namen für Ihren Shop. Fünfer, wie heißt er? Achso, du lädst mich dann ein oder so, ne? Ja, richtig. Okay. Ich musste erstmal den Namen. Schwierigkeit, was machen wir? Es lass gibt alles Standard. Ich will nicht, dass da. Nee, Fünfer, es gibt 7 Schwierigkeitsstufen. Hä, hast du denn 7? Das ist total unlogisch. Was nimmt 2 oder was? Ich will jetzt aber auch keinen Stress haben, Fünfer. Man kann ihn aber erhöhen, während ich bin so wenig aktiv, da brauche ich keinen Mods. So, was machen wir? Von 0 bis 7. Ja, aber. Steht denn dazu irgendwas? Ja, Sie können den Schwierigkeitsgrad bei Bedarf künstlich erhöhen. Ja, bei Bedarf künstlich erhöhen. Dann erhöhe ich ihn nicht. Dann nee, möchte ich dann nicht. Lass es so wie das Spiel. Ist Nullpin. Nullpin. Wie nennen wir den Laden? Stefans Großküche? Nee. Was wie Dreckiges. Wichsbude. Also bitte, das ist ein bisschen zu. Eine Kackstube. Das warte, kannst du doch nicht. Okay, dann Kothaufen. Ja, Fressnapf. Fressnapf, finde ich gut. Das ist doch gut. Einstellen privat, nur Freunde. So. So. Kann ich schon mal beitreten? Hör denn, bitte, ich mach bald meinen Abzug. Das darf nicht thematisiert werden im Chat. So. Hast du es denn schon angekündigt? Ja, aber das habe ich schon seit Monaten. Bis tun sie so, als wäre das plötzlich. So, hast du einen Code für mich? Ich lade dich einfach direkt ein. Muss ich mal auf live stellen? Oder kann ich einfach so machen? Ich habe hier was reinbekommen gerade. Wow, Alter. Das ist Cyberpunk, was hier los ist. Funktioniert nicht. Ja. Muss mir einen Code senden. Ich muss einen Code senden. Option. Welchen Code? Ah, hier, ich hab's. Ja. Ich hab's. Muss ich den dir eingeben? Hast du, also... Kannst du mir... Ich schicke ihn dir jetzt einfach. Das ist aber ein langer Code. Wenn wir so eine halbe den könnte man aber nicht auch an... Den muss man schon kopieren. Also den anzusagen. Wird dann richtig so. Richtig so. Ja, warten wir mal auf Fünfer, bevor wir in unser Zug kommen. Er wird geladen. Da haben wir auch schon das erste Wortspiel drin. Hm? Ach, da ist er. Nö, ich hab hier noch... Ich seh ihn. Oh, und das Spiel läuft mit 100 FPS. Das siehst wunderbar. Du auch. Ja, aber 300 würde ich schon fast sagen. Die toll, Schritte sind mir ein bisschen zu laut, die muss ich schon mal... Leichte Geheimratsecken hast du rübergekämmt, ne? Ich konnte gar nicht auswählen, wie ich aussehe. So. Konntest du das erstellen? Nee. Wie sehe ich, habe ich auch ein grünes... Lass mich dich doch mal angucken. Du hast ein grünes, viereckiges Hemd. Ja, sind wir derselbe. Blass. Leberflecke auf der Seite. Aber die Gesichter? Ja. Die sehen aus wie reingescannt. Ja, wahrscheinlich, weil sie reingescannt worden. Aber finde ich eine gute Technik.
Grüß dich, Herr Jesus. So. So, während kaufen der Laden. Sie zwei Produktregale. Sind wir? Okay, wie gehe ich denn jetzt hier rein hier? Heißt der Laden Open oder warum? Steht hier gar nicht dran, ne? Unser Schade. Wie gibt man denn. Vielleicht gibt es den Personaleingang, ne? Ja. Ja. Nur coole Leute alle. Sprinte mal mit Shift. Boah, das war mein Turbo-Modus. Alter Schwede. Aber man kann auch springen, das liebe ich in Spielen. Ah, hier kann man rein. Nur coole Leute erlaubt. Und hier darf ich nicht rein, oder was? Ach nur so. Coole Leute. Ich glaube, ich weiß. Da müssen wir dann, glaube ich, die 5 Euro investieren, ne? An diesem Terminal können Sie YouTube und Twitch an Ihren Fernseher anschließen. Okay. Hier können wir rein. Hier können die uncoolen Leute. Aha. Boah, guck mal, hier Franchise-Punkte. Punkte. Und guck mal, hier einen Laden hast du hier. Ladenplatz. Platz. Hier hast du Kassensystem. Was ist das denn? Fünfer, weißt du, was ich jetzt erstmal mache? Ich kaufe 2 Produktregale. Und guck mal, hier ist Scanner. Fünfer, ich stelle sie jetzt erstmal hin. So, wie drehe ich das jetzt? So, ich tue jetzt hier eins hin, Fünfer. Diesen Laden werden wir gut auf. Wenn mein Fenster auf mich macht, gleich zu, Leute. Jetzt habe ich doch keinen. So. Muss ja symmetrisch sein, ne? Doch, ich hab's auch. Eine Kasse. Und da habe ich eine Bewertung gesehen, die kann man nicht abbauen. Das heißt, wir sollten uns gut überlegen, wo die hinkommen. Das ist Fimba. Der Bilder. Oh, das ist aber ein gutes Baumenü. Sehr toll. Fimba, wo soll die, soll ich die Kasse? Die muss ich ja möchte eine die Kasse, ich Plazenta, möchte, dass, ne? Nee, jetzt hör mal auf. So, ich möchte, dass der Kunde nicht das Erste, was er sieht, darf niemals die Kasse sein. Weil dann denkt er direkt, ich verliere Geld. Die Kasse muss versteckt sein. Die muss da hinten hin, ja. Ne? Du sagst es immer, hätte ich dich mal nicht hier als kleiner BWLer. Na klar. Ich muss Kasse rechts, radikal. Ja. So. Bitte. What? Nee, Fünfer, das wird doch überhaupt nichts so. Ich muss ja von links reinkommen. Da, das ist dem Kunden dann egal. Ich möchte nicht, von dass wo der läuft Kunde das an Geld denken muss, sobald er den Laden betritt. Ist mir jetzt schon wieder zu stressig, die Scheiße. Packst jetzt da eine schöne Kasse hin. So, ich hab's. Ich pack's jetzt hin. Du weißt, wir können sie nicht mehr wechseln dann, ja? Na klar. So, und sie kommt genau hier hin, Fimber. Passiert noch was? So. Hä, bist du bescheuert? Kommt man nicht rein, kommt man nicht hin. Hier musst du springen. Ja, das ist jetzt blöd. Nee, du bist so dumm. Kann man die wechseln? Ja, ich bewege sie. Ich kann sie. Ich kann sie auch bewegen. Ja, Fimber, dann beleg sie. Hier, wie ein Brötchen. Haben wir jetzt 2 Kassen, oder? So, haben wir gedupt? Nee, das steht jetzt mitten im Raum. Ja, lass mich mal. Hier, was ist denn, wenn... Ja, was ist das denn jetzt hier für eine Scheiße? Warte mal, wie kann man die denn... Ach, rechte Maustaste. Was ist, wenn man die... Hä? Warum ist das rot die ganze Zeit? Ach, ich glaube nicht, dass wir das gleichzeitig bewegen dürfen. Ich bewege sie nicht gerade. Okay, dann lassen wir die doch so stehen. Die sieht komplett scheiße aus, aber gut. Okay, dann habe ich eine Idee jetzt. Nee, ich habe eine Idee, ich habe noch auch eine Idee. Und was hier, an dem Zylinder hier. Ja? Hier. Wunderbar. Guck, das ist so symmetrisch. Das ist zwar genau am Eingang und das, was ich gesagt habe, aber. Ja, dann können sie schnell rausgehen. Ja, aber. Sie kommen rein und erschrecken sich erstmal. Nein, die kommen hier rein. Doch, die sehen da schon die Preise, was die Leute ausgeben. Die kommen hier rein, ich noch Eingang rein. Hier ist auch ein Eingang, also wollte ich nur mal sagen. Ja, das ist ja noch schlimmer. Ich will doch nicht das Personal von hinten sehen. Ja. Also ich frag dich jetzt mal, findest du das doch nicht eklig, wenn du im Laden bist und dann siehst du immer hinter den Kassen, wenn da mehrere Kassen sind, dann siehst du immer die Kassierer, Idee. Siehst du von hinten. Du hast recht. Du hast vollkommen recht. Dann siehst du da, was die da für Müll rumliegen haben. Du hast vollkommen recht. Ja, ich gehe da, du es nicht bewegen. Lass mich bitte mal einmal. Ich möchte den Mitarbeiter nicht von hinten sehen. Diesen Rücken, den verschwitzten Rücken dann von den Kassierern. So, dann machen wir es nämlich so rum, Fimba. Ja? Klasse, das ist eine gute Lösung. Das sieht auch aus wie so eine Rezeption, nicht wie eine Kasse. So, oder? Nee, gefällt mir überhaupt nicht. Gefällt mir. Nein, aber sie steht mitten im Raum hier. Ja, dann schieb sie doch nach ganz links an die Wand. Dann okay, das ist eine Ecke. So eine gemütliche Ecke. Was hältst du hiervon? Guck mal, hier kommt man schön hinter. Das ist es. Das war's. Und da kann man raus. Und ja, perfekt. Ja, ja, ja.
Ja, dieses Lokal werden wir ein bisschen besser gestalten als das letzte. Also keine Deutschlandflaggen diesmal. Nee. So. Kaufen Sie zwei Pro eine und ein Lagerregal. Fünfmal, das darfst du jetzt mal Aber das platzieren. sind doch schon die, Nee, es gibt noch ein Ach so, Lagerregal, wenn du fürs Lager. runterscrollst. Ich muss wahrscheinlich jetzt hier hinten Wo ist denn hin. unser Lager? Hier. Nee, Ach, wie ist das schon ist wieder. auch betretbar, nicht für 5 Euro. Gut. Also ich muss es jetzt erstmal bewegen, ne? Es gibt nur Ja. feste Positionen, ich kann es nicht Hier scheint frei. irgendwie eine Tür zu sein, so ein Gleis 9 3 Viertel oder wo man Wie denn gehen kaufe ich kann. das dann? E. Einfach mit E. Ach. Guten Appetit. Wir haben ein Guter. Franchise-Produkt. Ja, Franchise. So, jetzt Gehen haben Sie wir in den hier. Managerraum. Hier, das ist hier. Hier werde ich die meiste Zeit verbringen. Ja. Ja. Wo Habe ich haben wir jetzt irgendwas eine gekauft Backwarenabteilung? hier? Supermarkt, Es ist wichtig, daran Produktbestellung. zu denken, dass die Kunden, sobald sie Produktfranchise erworben haben, erwarten, dass diese Produkte im Laden sind. Oh, Pfümer, hier haben wir ganz viele tolle Sachen. Da siehst du hier mit drauf. Schwierig. Ich sehe Siehst du hier deinen gerade nichts? Charakter im Weg. Aber warte, ich gehe mal weiter weg. Guck mal jetzt, siehst du was drauf? Produktbestellung ist Ja, Supermarkt. siehst du, was ich hier gerade sehe? Zucker. Nee, Reis, sehe ich alles okay. gar nicht. Es Aber gibt wo ist sechs denn das? Sachen. Penne. Ach, Grundprodukte. Honig, Müsli, Zucker, Salz. Okay, ich sehe es. Was holen wir uns davon? Von Na allem ja, etwas. guck mal. Die Textbox hat gesagt, wir brauchen alle Produkte, die wir So, dann jetzt mach du haben. das mal jetzt für mich. Na, ich nehme Da bin von ich jetzt. jedem, packe ich eins erstmal rein, oder? So. So, da sind wir bei 245 Dollar. Ich hab Hey, ihn wir haben doch noch geöffnet, gar super. nichts, du Scheiße, ich hab Idiot! ihn geöffnet, die Mach Scheiße. zu! Ich So. geht nicht mehr. Geht nicht Ja, zu. dann pack jetzt mit an. Der Ja, LKW wo ist ist denn hier denn? gewesen schon. Wo war er? Hier. Oh, das ging aber flott. Geil, Pfümer, Wie kann finde ich was ich außer richtig. Hand nehmen? Linke Maustaste einfach Nee, oben ich noch hab den scrollen Scanner, nach der geht nicht nichts. weg. Ja, den musst du rauslegen. Steuerung. So. F. Mit F, okay. Das wird mein Merch-Shop. So, Wasser. Alter, die sind richtig hart am Abrätschen gerade. Ich hab sie jetzt alle ins Lager getan. Nichts gefunden haben sie. Du musst sie direkt hier einräumen ins Regal. Was? Kannst du nicht ins Wasser hier. Honeybees Wie haben kann die ich die hier Preise auch. jetzt hier mit dem Scanner? Wie schmeiß ich das weg hier? F, Die. F. Immer du machst jetzt mit den Marktpreis. Preisen. Geiler Sound an der Stelle. Wie kann ich jetzt So. den Scanner bedienen? Mach mal dein Ding da, ne? Sprinten. Hat doch einer eingesprochen, diesen Sound hier. So. Da, wo mache ich den? Ich weiß es nicht, Fimba. Du musst die Preise jetzt erstmal bitte machen. Hier, wir haben Reis hier. Das Tutorial sagt, ich soll alles einräumen. So. Okay. Warum sind denn da schon Preise dran, Fimba? Ja, die sind automatisch gewesen. Ich habe jetzt ein Gerät. So, ziehen Sie auf ein Regal. Ach, das steht schon wieder an der Kasse. Die bedienen. Mausrad. Eins noch. Was muss ich Okay, denn jetzt okay, okay, machen? okay. Was muss ich denn drücken? Wenn Ihr Preis den Grundpreis des Produktes um mehr als das Doppelte übersteigt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden es nicht kaufen. Also Wasser kostet 89 Cent. Machen wir für einen Euro. Scheiße. Wasser kostet jetzt einen Euro. Ja, mach schnell höher, solange sie noch hier sind. So, Jo. was? Geht gar nichts mehr. Oh nein, Alter. 4 Euro. Chill, chill, chill. Was habe ich hier 4 Cent gegeben? Ist schon wieder zu stressig hier, Mathe.
So. Der Laden ist jetzt bereit für die Eröffnung. Mach bitte wieder glatte Preise. Genau dasselbe Problem wie beim letzten Simulator. Habe ich doch. Ja, die zahlen dir 4,88. Ja, das sind die alten Preise, du kleine Bitch. Mein Gott, oh, jetzt muss ich hier wieder an eine Kasse hier. Das so, hast du gut gemacht mit dem Münzgeld ausgeben. Hier, ein Fünfer. Und dann machen wir noch hier einen Zehner, einen Zwanni und eine Acht. Guten Appetit. Warum liegt denn ein Scanner mitten auf der Kasse? So, dann gucke ich mir doch mal an. So. Können wir Mitarbeiter einstellen? Ist mir schon wieder zu stressig. Chill. Ich will mir das erstmal angucken, wie das Kaufverhalten ist. Danke, ja. Danke, Schorsch. Grüß dich. Warum liegen hier noch so viele Pakete? Ach, die sind leer, du Idiot. Mach dir doch im Müll. Scheiße, hier, die kaufen uns die Bude komplett leer für immer. Kannst du so sehen, wie du willst. Punkte können sie nicht hier sammeln. Hier gibt's die Kacke-Punkte. Das hab ich nicht. Wo kommen denn die leeren Kartonagen hin? Ach, scheiße, jetzt hab ich natürlich ein fettes Problem. Ist das der Mülleimer da? Ach, die kaufen ohne Ende. Der ist ja weit weg. Machst du wieder die schöne Arbeit oder was jetzt? Nee, ich bring grad Müll weg. Alter, guck mal, wenn wir den Karton wegschmeißen, keine glatten Preise. Wir haben keine glatten Preise. Ich habe hier wieder so einen 99er. Nee, ich habe keinen 99er Preis. Irgendwas hast du vergessen. Irgendwas ist ja nicht ganz... 1,50 kriegen wir pro Karton. 10er. So, ich sag dir jetzt die Preise. Ja, paar, manche... 3,90 wieder. 1,70. Ja, das ist doch das Problem, 1,70. Aber 1,50 muss ich alles okay, berechnen oder? Hier vorne. Was? 1,50? Mach 2 draus. 2? Aber ich darf nicht so hoch gehen mit dem Preis, ne? Ja, das ist mir schon bewusst. Also der Marktpreis ist 1,50. Dann kann ich 2 machen, oder? So, Payback. 2 habe ich gemacht. Aber da kann ich nicht höher gehen aktuell, da bei den anderen. Jetzt habe ich wieder so einen 3,50 Preis hier. Wirklich, kannst du so vergessen. So, ich habe erstmal alle abgearbeitet, Fimme. Oh. Kostet aber echt viel 1 Euro und 2 Euro, ja, muss ich sagen. Ja. 1 Euro Laden hier. So, grüß Sie. Was darf sein heute? Ach, die Kondome von Vitaflex. Das sind die besten. So. Ich bräuchte eine Selbstscan-Kasse gerade. SB-Kassen sind geöffnet. Und das fehlt mir auch beim Original-Supermarkt-Simulator. Wir haben hier wirklich, es steht, was wir in Kartons haben, was wir lagern und was in den Regalen ist. Super, für man freut mich aber ganz gewaltig. Guck mal, wir haben Honigmüsli, ist fast alle. Da bestelle ich jetzt nach. Wasser auch. Und Pasta auch. Sag mal, wie sieht's mit Mitarbeiter aus hier? Haben wir noch nicht geskillt. Scheiße da. Ich guck gleich mal, wie wir das machen können. Mit den Mitarbeitern. Komm mit Karte bitte. Da oben ist Mitarbeiter. Da brauchen wir 1, 2 Franchise-Punkte. Alle mit, wir leben im 2024 ja immer mit Bargeld. Ja, das regt mich aber auf. Geht mir's auf den Sack. Wir können gleich mal tauschen, wenn du willst. Gerne, habe ich gar kein Problem mit. Ja, ich mache hier nur noch die letzten Kartons, räume ich noch ein. Aber der Laden läuft gerade extrem gut, muss ich wirklich sagen. Ja. Also ich mache ordentlich Umsatz. Also die Kartons wegbringen bringt Kohle, wollte ich nochmal gesagt haben. Oh, ja, da sollte man es vielleicht machen auch, ne? Ja, ja.
ich schließe gleich den Laden. Ich glaube, wir können nach Saint-Tropez. Saint-Tropez? So, grüß dich, Mama. So, guck mal du, was du da leisten Wie kannst. Wie benutze ich denn diese Kasse überhaupt? Ach, Soramola, danke für 19 Monate. Ja, super. So, jetzt ist hier Geld. Employees hier. Und jetzt was ist denn das? Gegebenes Geld 50, zurückgehalten. Mitarbeiter, da will ich hinskillen, Fimba. Ach, ich soll 39 solche zurückgeben. Nehmen Sie ein Preisgerät. Der Laden ist jetzt bereit Nein, zur Öffnung. Das ist ja schrecklich. Ganz großen Fehler gemacht. Jeden Donnerstag steigt die Marktinflation. Ja, da müssen wir dann unsere Preise anpassen. Ja. Was mich gerade stört, ich habe kein Audio-Feedback, an was ich, ob ich jetzt gerade Geld zurückgebe. Das ist aber geil das gemacht keinen... mit dem Etikettierer. Ja, das finde ich, Etikettierer finde ich gut. Sehr schön gelöst, sehr schön gelöst. Sehr schön gelöst, finde ich. Muss ich auch sagen. So, wie funktioniert so. Das mit dem Kartengerät? Lagerplatz kaufen, ne? Soll ich mir mal ein Lager kaufen? Jetzt schon? Eins? Wir haben doch leere Lagerregale. Brauchen wir doch keinen Lagerplatz. Ja, hast recht. Ich kann noch eine Kasse kaufen, Fünfer, so eine zweite. Ja, dann müssen wir jetzt zu zweit hier, da macht der gar keinen mehr. Zwei Kassen, ja, was muss ich denn gerade machen, so alles. Ja, okay. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Nee, hast recht, lohnt sich überhaupt nicht. Wir brauchen die Kohle für die Bestellung. Ich mache auch mal ein Produktregal noch rein, oder? Wir haben gerade ganz krasse Probleme, hinterherzukommen. Das ist ein bisschen umständlich, das System. 1, 2, 3, 4... 50, bitteschön. Das war natürlich so symmetrisch. $8. Was hältst du vom Kühlschrank, Fimber? Ein Kühlschrank? Ein Kühli, haben wir noch keinen. Kühlabteilung. Ja, mach rein. Meine haben wir Kohle auch Licht hier? Es ist sehr dunkel geworden jetzt. Nee, das haben wir uns nicht leisten können. Kannst du auch nicht bestellen. Das kann ich gar nichts mehr machen. Was haben wir jetzt? So. Wo kommt denn die Kühlabteilung hin? Am besten machst du da in der Kühlabteilung mit rein. Ah, okay. Machst einen neuen Gang auf. Setzen davon. Ein bisschen kreativ werden, ne? Ist doch so einer. Mach ich eine. Doppelter Kühlschrank. Mach ich noch einen. Hab ich schon gesagt, dass es mich nervt, dass ich nichts höre, wenn ich da klicke? Nee. Es ist schrecklich. Es kommt kein Sound. Kein Rascheln, kein Münz. So, Eisabteilung. Ach, bitte lauft mir nicht durch das Gebälk hier. Warum ist das jetzt so japanische Weiß es nicht. Gartenmusik? Aber finde ich interessant. 1, 2, 3, 4. Naja, lassen wir das erstmal so, wie es ist. Kulikai, danke nochmal, dass du mir nochmal sagst, dass ich Sound habe. Haben wir so eine kleine Kühlabteilung? Ach, ich mache noch eins, damit es symmetrisch aussieht. Ob wir Geld haben, interessiert mich jetzt gerade eher weniger. $2.40. Nee, Kai, ich meine nicht dieses Kasching-Geräusch. Wenn ich jetzt hier die Dollarnoten und Münze anklicken, dann hört man ja nichts. Da ist kein Sound hinterlegt. Doch, kannst du mal unsere Kunden bedienen oder willst du hier weiter? Sorry, ich erkläre auch ein bisschen die Spielmechanik. Hier zum Beispiel oder hier auf dem Touchscreen, das hört man auch. Aber wenn es im Bargeld hier, die Kasse, wenn ich da runter will. Nimm erstmal was ein, ja. Da kommt nichts. Was ist denn die Aufgabe? Haben wir noch eine Aufgabe oder läuft das ab jetzt? Nee, das ist jetzt, wir müssen unser Business halt am Laufen halten. Das ist die Aufgabe. Ich habe keinen Bock mehr, die Kasse. Kannst du die machen jetzt? Nee, absolut keinen Bock. Es ist ganz schrecklich. Ich bestelle noch mal ein paar Pasta Penne. Oh, ich habe einen Wurm, wirklich. Ja. Das ist sau anstrengend. Das ja, minus. Achso. Nein, jetzt habe ich ja zu viel gegeben. Wie kann ich mir was abziehen? Ja, was machen wir jetzt? Minusgeschäft?
Wir haben alle dieselben Kreditkartenanbieter hier. So. Ja, Kai, das meine ich. Da hätten sie ja wenigstens irgendeinen Sound noch einfügen können. Haben wir 27.7 offen? 24.7? Ne. Rechte Maustaste habe ich gemacht, aber es ging nicht so. Komm nicht rein. Werde ich das gleich nochmal probieren. Ach so, aber auf den Dollar. Okay, danke für den Tipp. So, ich habe die schönen Prinizate jetzt hier gekauft, finden wir. Ja. Scheiße, ja. Welchen Preis werden wir da? Hast du Prinizati schon einen Preis? Ich habe für alle, die wir schon haben, habe ich schon eingestellt. Aber du kannst ja gerne nochmal gucken. Ah doch, 1,50 sieht glatt aus. Wir dürfen nicht das Doppelte machen, dann kaufen die das wahrscheinlich nicht mehr. Nee, das mache ich nicht. Ja. Boah, immer dieselben Fressen und Produkte hier. Ich kann es nicht mehr sehen. Nee, ich brauche Mitarbeiter, so macht das keinen Spaß. Nee, ich kotze auch gleich. Ich brauche eine Pause, ich muss jetzt mal weggehen. Ja, finden wir, die Kohle kommt da jetzt aber auch nicht Können die das nicht selber bedienen, Mann, ey. Hier so. Was ich gut finde, muss ich sagen, dass man hier einfach dann gehen kann von der Kasse und nicht E drücken und dann ist man an der Kasse. Verstehst du? Man ist live drin, ohne Ladezeiten. Ja, man ist direkt drin. Und das finde ich auch einen wichtigen Teil der Immersion. $5 wollen sie, bitteschön. Oh, die kaufen uns leer hier, den Lachsladen hier, ne? Du hast den Bestand im Blick, ne? Ich habe ihn im... Was macht er aktuell? Monitor, wo ist der Trend? Man hat? Wo geht der Trend hin? Monitor, wo das überall steht, was man alles hat gerade. Ja, was ist damit? Ja, gibt's das? Ja, ja, ja. Ich kaufe einfach nach Gefühl gerade. Nee, das machst du schon mal falsch. Ich bin ja nicht so ein... Man merkt, dass du da überhaupt keinen Überblick hast aktuell. Hm. Und also, wenn du hier raufgehst, ja, dann hast du da diese drei Punkte. Ach, rot, 46 orange, rot. Und da steht rot. Guck mal, Produkte im Regal, 36 ist rot. In Lager grün und in Kartons, das heißt noch unverpackt, gelb. Ah, im Lager. Das ist richtig, ja. Im Lager. Und das ist ein tolles Produkt. Das ist gut, Produkte. Ich dachte. Also, ganz toll gemacht, ja, wirklich. Ja. Da wurde auch mal eine halbe Stunde investiert. Wir müssen gleich nach oben auf... Ah, ich habe schon aufgelevelt, Fünfer. Vorteil erworben. Was war das? Ein Punkt jetzt, ne? Ja. Was habe ich denn hier für ein Tablet? Was ist das denn? Fernseher an der Wand gedübelt. So. Ja, aber Lampen ist wichtig. Hier, den Fernseher, damit die Leute wissen, wo sie einkaufen. Hier, erstmal Licht. So, wird Fernseher gekauft. Kann man die noch anmachen oder ist das hier nicht im Preis inbegriffen? Das ist ein Add-on, Mario. Ich kann es nicht mehr außer Hand nehmen. Was ist das hier? Ist ein Schild. Nee. Was mache ich mit so einem Schild? Was ist denn das? Kann ich jetzt beschriften? Da kannst du jetzt die Gänge quasi Nein, beschriften. Kasse, ja. Hier Kasse. Und dann mach ich so einen Pfeil. Kasse. Guck. Warte. Zeig mir mal. Guck das. Das ist ja wunderbar. Ist doch klasse, ist das doch hier. Und dann kannst du die coole Abteilung filmen. Das ist... Und du kannst quasi auch wirklich Gänge dann machen, ne? Du kannst sie beschriften. Selbstverständlich. Aber hier, hast du den Laden geschlossen? Ja. Nee, hab ich nicht, eigentlich. Ja. Oh, ich hab's jetzt. Arsch. Ah, was war da? Gute Bilanz aber, oder? Ja, machen wir doch netto, plus. Ne? Ist das nach oder vor? Mietkosten $15. Müssen wir das noch, aber das finde ich auch gut, dass das einzeln automatisch weggeht und nicht wir noch da. Okay, wir nutzen die Gunst der Stunde. Und gucken jetzt wirklich, dass da alles voll ist. Ich komm nicht rein. Nee, du musst da Mitarbeiter eingehen.
So, das ist jetzt hier, aber, bist du blöd? Du hast 1000 Regale gekauft und Kühlschränke. Ja, wir haben doch gar nicht so eine große Produktpalette. Ja, das kommt doch noch. Haben wir Tiefkühlkost? Haben wir Tiefkühlkost? Nein, aber das kommt noch. Scheiße, irgendwas von Neues gerade. Guck die Kasse in eine falsche Richtung. Wir haben Milchprodukte, du Idiot. Nein, doch, ich kaufe. Mehr hier. Warte, ich will. Magerkäse? Milchziegel? Milchziegel. Vanillejoghurt. Ich weiß nicht, was Milchziegel sind. Grührekäse, Emmentaler. Emmentaler. Und Fruchtjoghurt, der sieht gut aus, der Fruchtjoghurt. Wir haben keine Kohle für ein Schild. Wir haben nicht genug für komplette Palette an Essen. Mach Laden auf. Komplette Katastrophe. Wir brauchen $479. Wir haben 100. Und an die Kasse mit dir. Gut, dann kaufe ich das billigste von den Milchprodukten. Milchziegel. Wir haben gar keine Kohle mehr. Habe ich gekauft. Hauptsache Laden. Guck dir mal die Milchziegel an. Falscher Behältertyp für dieses Produkt. Ach, das ist warme Milch. Die warme Milch. Ja, hier, guck mal. Ist das denn? Ist das Hafermilch, oder? Hast du einen Scanner dabei? Nee, ne? Doch, immer. Wie kann ich den denn... Ah. Ich will das auch mal scannen. Ja, okay, dann ändere mal den Milchpreis, bitte. Machen wir auf $1, ne? Hoch. Ja, ist das... Oder 1,50. Ich wollte noch was verdienen, ja, ne? Machst schon... Nee, nicht, das ist fast das Doppelte, oder nicht? Ja. Nee, mach ein bisschen unter dem Doppelten. Ja, das geht, ja, ist unter Doppelte. Ja, dann finde ich, das ist ein guter Preis. Hast du gut gemacht. Milch 1,50 ist auch nicht überteuert. Ja, nee, so gute Freilandmilch. Ist es nicht. So. Okay. Machst du erstmal Kassendienst, weil ich habe ja gerade schon eine Weile gemacht. Ja, 5 Minuten mache ich. Und so, die ärgern sich gerade, dass die ganzen Milchprodukte, die wir jetzt freigeschaltet haben, nicht im Laden existieren. Ja, machen wir so. Nee, das ist ganz schlecht. Weißt du warum? Weil du sinnlos Geld rausgeballert hast für diese Schränke hier. Für 2 Kühlschränke. Ja, aber irgendwann wirst du froh sein, dass Tiefkühler, den wir nicht brauchen. Das war nicht richtig dumm auch. Wenn ich auf dich draufklicke, dann steht dafür, brauche dafür einen Besen. Ja, das sagt einiges, oder? Nicht zu verdrechen. Lang nicht mehr gewaschen, ne? Ja, oder so. So, oh, da ist sie wieder hier. Lass mal deine Scanner nicht immer rumliegen, überall im Laden. Was soll passieren, ne? Bist du von der Scannerpolizei, oder? So. Das ist richtig scheiße. Kann ich das auch wieder verkaufen, deine Scheiße? Welche Scheiße? Fünfer, die brauchen wir. Ich nehme das Geld doch gerade ein. Nur lass mal die Gefrierabteilung da jetzt. Okay. Manchmal rentiert sich das erst später. So. Dorfrottel. Was sind das für eine Animation hier gerade, die hier gerade reinläuft? Da musst du mich jetzt mal helfen. Dorftritte 48, danke dir erstmal. Was sind denn TTS? Kondome. Oder ist es diese Sound? Text to Speech. Ah! Das habe ich ja mal angemacht. Nein. Und der. Das ist auch geklappt. Dorftritte hat da jetzt was erhalten. Aha. Aber es wurde nichts ausgegeben. Ich glaube, der musste, hat aber irgendwie Punkte dafür bekommen. Super. Aber du musstest, da muss man doch nichts. Hä? Hat er dafür Kanalpunkte? Das geht ja, ne? Man kann doch da das Kanalpunkte umtauschen in. Ich will Mitarbeiter. Okay, Dorftrottel, aber man hat da, du hast es jetzt nicht genug gehabt, um dann da irgendwas. Aufsagen zu lassen, ne? Lichter kann man sich auch kaufen. Lichter? Forstlichter. Aber habe ich doch schon an der Decke gemacht. Ach, das ist nicht symmetrisch hier, was du gepflanzt hast. Ja, aber das ist der Fressnapf. Hör auf zu kaufen. Ach, nee, Scheiße. Kauf jetzt nichts. Wir brauchen Vanillejoghurt. Guck mal, was ich hier. Das stört mich. Guck mal dieses Schild an hier. Wer ist denn jetzt an der Kasse, du Arschloch? Von der Seite ist die Kasse rechts. Aber von der anderen Seite ist es richtig. Das heißt, ich brauche noch ein Schild, das ich von der Seite platziere. Es steht keiner an der Kasse. Ja, dann geh doch hin. Man leckt mich doch am Arsch. Und du hier. Verstehst es nicht. Ich muss Vanillejoghurt kaufen. Ja, dafür haben wir doch genug Kühltruhen.
Die kommen im Kühlschrank, nicht in der Kühltruhe. Das ist ja kein TK. So. Was weiß ich, was TK hier, der Joghurt ist drinne. Ich bin auch nur Quersteiger. Wie sieht denn das Lager aus? So. Vanillejoghurt können wir hoch. Oh, 3,95. Das heißt, ich mache auf 4,50. Ja, sicher. 14 will. Wollen Sie mich verarschen hier? Also, ich höre. Ich höre jetzt die ganze Zeit nur. Diese. Hör mal, das Twitch. Geld geht weg. Ich nehme hier Geld ein und es geht weg. Wo geht es hin? Hör mal, wo geht das Geld hin? Ich mache nichts. Was kaufst du für eine Scheiße? Ich habe Vanillejoghurt gekauft, um. Ja, mehr ich will keinen Vanillejoghurt. Habe ich keinen Hunger drauf gerade. Wirklich nicht. Ja, aber die Gäste. Die Kunden. Keiner hat mir gesagt, wo ist Vanillejoghurt. Doch. Ich pflege den Kundenkontakt. Kann man auch mit den Zahlen eintippen oder muss man immer. Muss ich gleich mal probieren. Doch, Tutte, es bringt nichts. Ich höre nichts. Ich höre nur. Was ist denn hier? So ein Twitch-Alert-Sound. Das macht dann komm, so. So. Ich habe komplett useless. Oh, jetzt habe ich dem 10 Cent zu viel Rechtsklick. Gegeben. Ja, scheiße. Nein, kein Wunder, dass da nichts mehr reinkommt. Ja. Trinkgeld habe ich ihm gegeben. Ah, Trinkgeld im falsch. Supermarkt scheiße. Oder was? Ich mach Fehler. Das ist der Stress. Konzentrieren, du kleiner Affe, du. Also. Oh, warte, jetzt ist auch ein Triebtäter hier. Fruchtjoghurt wollen sie haben. Emmentaler wollen sie haben. So. Ich tue jetzt noch eine Tüte Fruchtjoghurt. Ja, hol noch alles. Nee, du verstehst es nicht. Das ist exponentielles nee. Wachstum. Guck dir mal diesen Joghurt an. Der sieht wunderbar aus. Warum hat ein Kürten? Wunderbar mache ich die Kasse hier. Einer muss ja die Kasse hier schmeißen. Schon immer gehasst, alle, was mit Kasse zu tun hat. Hallo, nicht gucken, auch kaufen. So. Ich bring mal noch Kartonage weg, das bringt ja noch 1,50. Ja, wir stecken uns auch an. Wir können uns gleich abwechseln, ich geh gleich wieder an die Kasse. So, kaufst du hier nur Scheiße oder was? Nein, guck doch mal an, Fruchtjoghurt. Ja, und wer sagt jetzt, du brauchst die Scheißschränke nicht? Ja, aber kein TK. Kein TK, mein Lieber. Wenn wir gleich schon Kunden, die jemanden einstellen, dann wird das Spiel geil. Ne? Ja, wir werden den nächsten Tag nicht überstehen mit 92 Dollar. Du kannst dir die Mitarbeiter einstellen. Junge, die das Kasse, die gefüllt sich hier gerade. Hey, also. Mach bitte ein bisschen flott. Ja. Okay. Entschuldigung, wir haben nur eine Kasse. Ich kann auch gerne eine zweite Kasse kaufen. Du hast jetzt hier noch ein Schild gekauft. Ich fass es nicht. Wo habe ich ein Schild gekauft? Hier, Frosta steht da drauf. Das steht ja schon seit gestern. Nee, sich zum ersten ist Mal. Das ist also die Vorstabteilung. Das ist geil, einfach, muss ich wirklich sagen. Ja, aber ja. Unpassend. Der Zeitpunkt ist schlecht. Die Leute müssen wissen, wo die Produkte sind. Sonst können sie es gar nicht kaufen. 38 sind wir. Jetzt hat er aber wirklich zu viel hier. Geh mal weg von der Kasse. Du gibst zu viel raus, ne? Ich geb nicht zu viel raus. Okay. Man muss sich erstmal angewöhnen hier. Ja, Franny, so. Erklär doch mal. Ich finde, wir machen eine gute Geschäftsbeziehung und könnte mir das auch im echten Leben vorstellen, mit dem Business aufzustellen. Ach, hier ist ein Besen. Ja, du bist ein Drecksau, du bist wie ist denn dumme Sau. Das weiß, ey, der Hosenladen hat auch ein kleines Arschloch. Ja, du bist ja wieder. So, wir schließen den Laden bis auf weiteres wegen häuslicher Gewalt. So. Die Kunden kann ich aber. Die Polizei. Du kannst ja nicht die Kunden platt hauen hier. Der hat mir eine schöne Bruschetta gekauft gerade hier. Der will die Polizei rufen, das meine ich doch. Das meine ich doch, oder? Kann ich die Kunden auch reinfegen in den Laden, wenn die vorbeigehen? Das kannst du mal probieren, oder ist das klar? Das ist Missbrauch, sagt er.
Weil ich mit dem Besen hier mal leicht anditsche, muss man gleich so einen Skandal hier eröffnen. So. Also ich kann alles mit dem Besen aus dem Boden wischen, merke ich gerade. Das ist auch klasse. Fressen Besen. Sollen wir Kassendienst machen? Willst du wechseln? Komm, gehst du raus, du küsst dich kurz in die Kartonagen und alles. Burgkasse 2 ist kurz geschlossen. Mitarbeiterwechsel. Grüß euch, ich bin hier. Oh, hier liegt wieder ein scheiß Scanner rum, weil du wieder nur Scheiße gebaut hast. Hier, nö, wirklich. Würde ich so nicht sagen. Ganz klar, jetzt gibt's aber einen Fuschner und einen auf die Fresse. Du brauchst ganz ganze Kunden gleich mitgucken hier. Hey, die rufen die Bullen. Oh, sollen sie rufen? Kommst du eh nicht mehr hin zum Bullen hier, ne? Steck das hier, in deinen Arsch, steht, So. Schlag mich härter, Baby. Was? Hier, der Glatzi. Was ist das für ein Fernseher überhaupt? Der geht nicht mehr an. Warum hast du einen Fernseher gekauft, du Vollidiot? Ja, warte, ich wollte ihn halt mal hier reinsetzen, oder? So, ich fass es nicht. Also, du bist das größte Geschäftsarschloch. Wegen dir scheitern wir. Allein wegen dir. Boah, ich guck mal, was wir hier haben. Bin ich schon schade, dass. Oh, wir haben kein Honigmüsli mehr. Sag mal, hast du irgendwas im Blick noch? Nö, aber du hast irgendwelche teuren Fernsehen. $100 Honigmüsli, wer soll das denn bezahlen? Aber ist das echt Gold oder was? So. Ja, alles Geld wieder weg wegen Honigmüsli. Und du bist ja so ein Arschloch. So, noch 2 Punkte. Erfordert Milchprodukte 1. Haben wir doch schon. Haben wir doch. Ja, aber wir haben nicht alle wahrscheinlich im Sortiment. Keine Franchise-Punkte, sagt er. Ja, wir haben nicht alle im Sortiment. Franchise-Punkte. Was haben die Franzosen überhaupt mit unserem Unternehmen zu tun? So, jetzt Reis. Also, weißt du? So. Ein Dollar will sie zurückhaben. So, jetzt gucke ich mal hier. Jetzt kommen die guten Honig. Die Honigbälle? Die sind beliebt bei uns. Ja. Kartenzahlung wird auch immer häufiger hier gerade. So, was macht die Kasse? Kleines Arschloch. So, die Frau, die guckt schon. Was nehmen wir heute? Ja, Vanillejoghurt wahrscheinlich. Nee, hey, hat sie jetzt hier Panzerati genommen. Was ist das nochmal? Hat keine Ahnung. Nüsse oder? Das kann keiner identifizieren. Penne. Nudeln. Nudeln. Isst du gerne Penne oder welche Sorte magst du denn am liebsten bei den Nudeln? Ja, ich mag eigentlich die normalen Spirellis. Spirellis sind aber nicht die normalen. Normalen sind für mich Spaghetti. Nein, das ist. Das ist eine Nudel. Spaghetti habe ich heute gegessen, tatsächlich. Ach was, beim kleinen Lieblingsitaliener wahrscheinlich. So, auf jeden Fall, ich will jetzt hier noch ein Licht, ich will jetzt eine Pflanze kaufen. Ob nee, du kauf nichts, bitte. Ist mir völlig egal. Der Laden braucht mehr Grün. Nein, kannst du bitte Käse kaufen? Käse? Ja, diesen Edelkäse da. Guck mal, was sich machen lässt. Honigmüsli. Nein. Emmentaler. Ja. Oder Gruyère-Käse. Ja, Gruyère. Oder Magerkäse. 115 kostet der. 115 haben wir doch rüber. Ja, dann nehme ich den mit. Ja, aber du musst ja auch wissen, wie viel da wieder rauskommt. Naja. Verstehst du, was ich meine? Nein. Das wird ja reinvestiert wieder. Ja, dann habe ich einen guten. Aber mach einen guten, mach einen guten VK. Ja, 2,25. Hast du den Preis hochgestellt oder noch nicht? Bei was? 2,25 klingt für mich noch nicht nach. Nee, du müsstest doch dann, wenn du den Käse kaufst, kannst du den doch erst einstellen, den Preis. Ach, ich dachte, den hättest du schon. Nein, das ach, kann man nicht. Stellen wir jetzt mal schön auf 3 hoch. Mhm. Ne? Ja. So, machen wir einen Dreier. Ach, jetzt hat er. Das dauert aber ewig, bis der oben ist. Du kannst da auch irgendwie mit Steuerung und irgendwie kannst du da irgendwie schnellere Schritte. In 2 Tagen ist übrigens Inflation. Schon wieder. Ein Börsencrash dann auch, oder? Ja. So, liebe Kunden, jetzt haben wir hier Ausverkauf. Wir haben einen Emmentaler für $3. Schlagen Sie zu, bevor der Vorrat aufgelöst ist. Ja, also, hallo? Sie können auch Ihr Treueherz mal uns sammeln.
Nein? So. Schöne Treuerherzen. Was, worauf warten die denn jetzt? Ach, ich muss sie noch. So, was haben wir hier? Ja. Oh, Magerkäse. Wollen wir, alle können wir uns nicht leisten. Nee, aber. Was hältst du von Emmentaler? Aber was hast du denn gerade gekauft? Weiß ich nicht, komplett leer wieder. Wie der Edekäse. Ach, das, ich hab Grover gekauft, nicht ja, Emmental. Ist er auch schon verräumt? Oh, jetzt habe ich den in eine falsche Schublade hier reingemacht, ach, ey. Das ist ja wirklich zum Kacken zu blöd. Zwei Packungen Joghurt kostet 7,50 Euro. Ich muss schnell Preisende bevor sie. Bald machen wir 2,50 Euro. Was haben wir denn für einen Laden hier? Abzocke nennt man das. Ist ja wirklich. Abzocke, Vorsicht! Wie kann man in höheren Schritten gehen, für mich? Irgendwie mit Steuerung und dann Mausrad? Oder? Nee. Mit Steuerung plus E und dann Mausrad und dann. Tatsächlich, Steuerung E, wie? Ich hab's oben rechts mal gelesen. Ja, Steuerung E ist richtig. Ja. So, kurz vor Pleite. Ich bin kurz vor einem Zusammenbruch mental, weil dieses Unternehmen mit $37 nicht die Nacht überlebt. Aber wo sind denn unsere Kunden jetzt? Ja, die hast du mit dem Besen verknallt. Hab mich verknallt in die Kunden. Ja, drück mal drauf auf Schließen. Drück mal drauf und dann. Jo. Jo. Das ist hart. Das ist hart. Jetzt? Oh, nächster Tag. Ach, guck mal, hier oben steht jetzt Fressnapf. Ja, habe ich geändert. Ach, hat auch Kohle gekostet, wahrscheinlich. Will man darüber reden mit erstmal. Du bist nicht. So ein Idiot. Warum steht denn hier ein Selbstscanner oben? Hä? Guck mal hier. Ist das ein Selbstscan-Kasse? Nee, das ist einfach. Ja, ich weiß es nicht. Zur Deko. Das kann man nicht. Das ist, glaube ich, zum Teasen oder so. Jetzt lass uns mal eine Million Chefin hier. Oh, Laden ist offen. Wie ist denn der Bestand? Wir haben keinen Magerkäse, können wir uns nicht leisten. Wir haben auch keine Kohle. Aber die Grundprodukte sind alle da. Ja. Kann man hier irgendwo finanzielle Hilfe beanspruchen, ist die Frage. Sprichst du etwa von einem Kredit? Ja, sowas in der Art. Aber wir müssen hier nach oben skillen hier. Guck. Limonaden ja, und dann Mitarbeiter. Das und dann schon, nicht oben ich. Links. Ja, mein, oben na, rechts. Ja, meine ich doch, du. So. WLAN-Verbindung zieht mehr Kunden an pro Tag. Na klar, und was ist das Ende, frage ich mich. Was ist hier hinten? Wodka, Rotwein. Bücher. Hund und Fleisch. Ich mache Produkte. Mitarbeiter. Mal sicher. Ich guck mal auf der Straße, ob hier irgendwo eine Bank ist vielleicht. Ist das? Immer eine Kasse. Kasse 3 öffnet. Hier ist eine unsichtbare Wand. Das ist begrenzt. Nee. Wir waren auf uns allein gestellt. So, ich bin schon mal in der Kasse, ne? Fleißig. Ja. Guter Einkauf, $16,50. Aber jetzt waren noch keine Preisänderungen, oder? Nee, ich mag ja die Leute, die wirklich einen Großeinkauf hier leisten. Ne? Die retten uns ja auch die Hürde. Oh, und wenn wir erstmal Mitarbeiter haben, nie wieder in der Kasse stehen. Geiles Gefühl, immer. Kann ja. Ich kaum abwarten. Aber dazu musste ich auch konzentrieren. Und nicht irgendwelche Scheiße kaufen. Dass die Kunden wissen, wo die Kasse ist, ist ein wichtiges Ding. Ja, da kann man mal ein Schild kaufen. Ja, aber nicht so viel Schränke. Wir haben ja kompletten Leerstand. Wir brauchen gar nicht so viele Schränke. Ja, und ich sagte, in 2 Tagen wirst du sagen, wow, danke, dass du das gemacht hast. Ich muss jetzt Magerkäse kaufen. Weil wenn die zufrieden sind, kaufen die auch nicht mehr so viel. Das ist eine Weise.
Ja. Also Sachen. Ja, ich bin dafür auch da bekannt. Guten Tag. Hm? Können mich auch angucken, wenn sie mit mir reden. Kontaktlos. Kontaktlos bezahlen. Jetzt brauche ich natürlich noch einen Scanner hier. Guckt einfach die Wand an, der Wichser. Ach, das ist eine Frau. Entschuldigung, die Dame. Das nee, ist doch in Ordnung. Nein, das mache ich nicht. Und Dach noch. Hm? Hm? Wieso hässlich hier? Sag doch sowas nicht. Naja, die gucken mich alle nicht an hier. Das ist ugly shaming. Ja, was kann ich ja nichts, wenn wir mich nicht angucken hier. Marsch, oh, habe ich 10 Cent zu viel rausgegeben, tut mir leid. Oh, wie viel? 10 Cent. Okay. Kann man als, bei den Cent als nicht Spende. Eher als, kann man als Spende sehen. Ist den Dollar nicht wert. So. Kann man als Spende sehen. Warum geht das Geld wieder alles weg? Ich habe Magerkäse. Aber mit dem machen wir gut Kohle. Jetzt haben wir 3 Sorten Käse. Wir haben keinen Joghurt mehr. Kein Yogi. Wie viel kostet Joghurt? Was ist das für ein Joghurt? Ist das der... Frucht- und Vanille-Joghurt. Ist das der Paula mit der Flecken? Nee, das ist Frugo, Fruchtjoghurt und... Oh. UFO. Zucker geht alle die wichtigen Sachen, ne? Ja, die kaufen ordentlich ein. Der eine hat richtig Lust auf Emmentaler hier. Wenn eine Käseparty zu Hause machen, ja, die machen Käsefondue wahrscheinlich. Aber sie selber. Und die, also Käse ganz hoch im Rennen, Fünfer. Musst du wirklich darauf achten, das wird uns leer gekauft hier. Ich sehe es auch gerade an den Zahlen. Ja, das soll ich jetzt also mal jedes Mal Käse dabei. Hm? In beide Joghurtsorten. $131 würde das kosten. Weil man tut mir echt weh, da tut mir echt weh. Die Sache ist, wenn wir die Sachen nicht da haben. Ob ich da mein Go geben kann. Oder erstmal ein Joghurt. Den billigen für $52 Frucht. Nee, nimm den teuren. Wir haben nur Luxus. Den teuren Vanillejoghurt. Wir wohnen im Villenviertel. Natürlich, wir wohnen im Villenviertel. Habe ich gekauft. Ist die Leute wollen gute Qualität. Und wird auch eigentlich männlich. Ganz klar. So. So, Kasse ist kaputt. Bleib mal ganz ruhig. Boah, Emmentaler. Also ich hasse Käse allgemein, außer es gebacken auf meiner Pizza. Ich hab noch nie Käse so roh essen können. Auf dem Was Brot machst du denn sowas. Da? Was haben wir jetzt hier? Warum steht hier ein leerer Karton? Na sorry, aber ich bin ein bisschen in Eile. Hier liegt wieder ein Scanner rum. Mitten im Laden, was wenn die Kunden den mitnehmen und verkaufen? Oder sich ihre eigenen Preise tackern? Glaubst du doch, nee, du wirst immer ein bisschen mit meinem Verstand von den Mitarbeitern, von den Kunden hier, die würden das nicht machen. Das sind ehrliche Menschen hier in unserem Viertel. Hast ja selbst gesagt, dass das Reiche sind. Lager ist leer. Also ist leer Fruchtjoghurt gefressen, ist leer, das hole ich. Frucht und Milch ziehe. Nee! Natürlich, komplett aber leer. Zucker auch leer. Ja, nimm das ein. Das bringt doch. Ja, dann kauf alles weg wieder. Warte. So. Oh, dude, ich brauche noch $11, damit ich das hier auch kaufen ja, kann. Ja, die bringe ich dir auch ein, wenn du willst. Du weißt was? Du kriegst sogar $11? 10, mal lieber. So, und gekauft. Weg ist es. Und komplett leer. Du musst noch eine Paysafe-Karte für einen 10er und dann sind wir quitt, weißt du? So. Mm, so. Dann mal hier, ich habe einen schönen Yogi. Yogi-Bär. Hat lebende Kunden. Der wird leer gekauft wie nichts anderes. Wie der Joghurt. Hm? Ist auch der Joghurt. Gute. Sagst du Joghurt oder Joghurt? Jojo. So. So. Oh, geil, weißt du, was ich bin? Nö, auf ich jeden bin Fall ein Vollidiot. So, 37,90. So. 50. 60. Oh, hier war ein Dieb. Die Diebe gibt's doch hier. Ah, ist doch, da dafür der Besen? Da hat sich hinten rumgetrieben hier. Hast du ein, ordentlich einen runtergestickt? Von der Birne? Ja. Okay. Was oh nein, Leute. Ein Kieler-Sticker. Oh, die Penne gehen auch leer. Penne, scheiße.
Kann er durchgehend kaufen wie die Pendel, oder? Wie sieht's mit Wasser aus? Wir haben Hochsommer. Jo, Wasser haben wir. Wasser sehr haben gut. wir. Also da sehe ich keine Probleme. Siehst du keinen Engpass? Nee. Ach bitte Moonlight, das muss auch nicht so abwerten jetzt, ne? So. Moonlight. Dancing in the Moonlight. So, bitte. Weiter. Mal die Kunden. Ey! Damit sie länger bleiben im Laden. Also sie geben dann mehr aus. Und ich bin kein Kunde. Vergiss das nicht. Hilfe! Gasse 4, hallo! Überfahrer! Auto oder über die Polizei! Oh, geil! Muss ich die Kasse übernehmen oder? Du Drecks, das kommt aber jetzt zurück hier. So. Entschuldigung, liebe Kunden, da läuft ja nicht so professionell, wie es ja oft. So, liebe, so, liebe okay. Kunden, bitte haben Sie Verständnis und bleiben wieder in vollen Zügen für Sie. Warum hast du jetzt Autotune drauf? Ja, damit die Kunden mal ein bisschen irgendwie Party-Feeling haben hier bei uns. Sprich Deutsch, du Hurensohn. So. Komm mit uns auf. Wir machen. Was hältst du davon? Mit einem neuen M-Taler, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, mit einem neuen Tiefkühlschrank. Hm? Was hältst du davon? Nee, den brauchen wir nicht. Solche Bissbirne. So. Ja, klasse, wie das läuft hier mit dir an der Kasse. Danke. Aber ich hätte gerne Mitarbeiter. Sind Karl? Ja, das ist sein Job. Ja, und dann werde ich jetzt. Legen Besen auf den Boden. Ich habe Milchziegel nicht gefunden. Sie Milchziegel? Hat Milchziegel nicht gefunden. Die wollten sie nie haben. Jetzt auf einmal wollen sie Milchziegel. Aber wenn das einzige Problem ist. Kauf jetzt Milchziegel. Ist drin. Ist der Preis 1,50? Das klingt zu wenig. Ja, kannst du durch die Milchziegel auch gern was drauf machen, ne? Okay, nur 91 Cent ist der Marktpreis, ne? Der Marktpreis? Dann mache ich hoch auf 1,70. Aber mehr kann ich nicht geben. Mal. So, mit Karte wollen sie zahlen. MX. Ach, guck mal. Ja. Wir haben doch hier eine Mülltonne direkt hier vom Laden. So, und Treuepunkte haben wir leider keine. Wir bleiben uns auch so treu, nicht wahr? Nicht? So, $1. Stell mal die Besen wieder ordentlich hin hier. Wichser, ja. So. Ich hasse unsere Kunden wirklich. Wichtige Durchsage. Sie stinken alle nach Kot. So. Danke, Stefanie, für die Durchsage. So. Oh, guck mal, wir haben $100 wieder. $100. Gleich kannst du wieder einen M-Taler reinflippen. Ja, aber der M-Taler, da sind wir ja bei. Die haben wir ja noch im Tal, haben wir vorrätig. Okay. Ich möchte mal kurz erwähnen, dass wir aktuell jedes Produkt in den Regalen haben. Nein. Doch.
Liebe Kundin. Wir haben aktuell jedes Produkt in den Regalen. Helfen Sie zu? Nehmen Sie sich eine Kleinigkeit? Und haben Sie schon was? Liebe Grüße. Entschuldigung, dieser Mitarbeiter ist unfassbar peinlich. Nicht so lange die Ansage. So. Haben wir hier. Neuner. Sag mal. Meine Kassenschicht ist gleich immer vorbei. Ich glaube nicht. Also, hier steht, du musst noch ein paar Stunden arbeiten, steht hier. Das ist echt nicht mein Job. Ich glaube, ich wechsle nochmal. Ich bin auch eher so ein Manager. Bin ich froh, wenn wir einen scheiß Mitarbeiter haben. Ich kotzt mich so dermaßen an. Einer würde mir ja schon reichen, ne? Ja, haben wir ja. Einer rollt mich gerne ein. Ja, was müssen wir denn noch alles machen? So, ich habe jetzt schon mal das nächste gekauft hier. Ah, super. Das war ein bisschen dumm, weil jetzt wollen die ja alle genau das haben, was wir jetzt freigeschaltet haben. Ja, wir haben ja genug Kohle. Oh Gott. Das ist viel zu viel, Limonaden. Bad Limonaden. Das kostet ein Vermögen. Haben noch gut Geld gemacht. Nee. Ich kann vielleicht zwei verschiedene Limos kaufen. Was haben wir für Limos? Cola-Packung, Soda-Packung, Soda-Packung ohne Koffein, Soda-Flasche, Cola-Flasche, Soda-Flasche ohne Zucker und also Premium-Soda. Cola ist ein Running-Gag. Cola muss sein. Nee, Premium kauft kein Schwein. Aber die welche alle Cola? Billige Plörre, die billige. Cola-Flasche oder Cola-Packung? Ja, außer Packung trinkt keiner. Also nur aus der Flasche trinkt man, ne? Also einmal, aber Zero ist aktuell auch im Trend, ne? Ja. Eindeutig, das sagen mir die Statistiken. Dann nehme ich erstmal eine Cola-Flasche, kaufe ich jetzt. Eine einzelne und dann schießt. Das ist ein halber Orgasmus. Oh, das muss so. In den Kühlschrank. $200 haben wir schon. So, und jetzt kommst du. Ist eigentlich am Freitag das Lucky Event, ja, ne? Weiß ich aber nicht zu tun habe. Ja, ich auch. Ich werde nicht streamen. Ich werde es schön, werde ich mir am Freitag bin ich ja gar nicht da, leider, aber ich werde es. Ach, du bist da nicht da? Nee, am Freitag. Ach, du konntest, du kannst das gucken. Nee. Oh. Ich werde es im Nachhinein nochmal Harry streamen, auf jeden Fall. Nachhinein ist nicht dasselbe. Naja, habe ich doch. So, was sagt unser... Guck mal, wer sagt denn, wofür war unnötig, hier die zu kaufen, ne? Ja, aber das ist viel zu früh. Wir haben halt Rückstand von 3%. Dongs kannst du auch nicht mal wegwerfen hier. Da könnte eigentlich den Laden schließen. Ah! Hä? Geld verloren wegen Räubern, 11? $11? Oder... Habe ich nicht. 11 Räuber. Hatten wir 11 Räuber? Ja, weiß ich nicht. Du bleibst jetzt da stehen. Aber wo flüchten die denn dann durch unser Büro oder einfach raus? Ich glaube, im Büro sind sie. Aber hier ist doch so ein Alarmteil. Das ist halt eine Deko oder Abschreckung. Ja, dieses können wir nicht bezahlen. Bissiger Hund. Das ist nur eine Attrappe. Das ist doch scheiße. Was brauchen wir jetzt am nötigsten? Wasser haben wir nur noch 5 Flaschen. Und Limonaden den Fernseher verkaufen. Haben wir nur ein. Kannst du den verkaufen? Kann ich machen, theoretisch. Mach das bitte. Wir brauchen einen kleinen Schub wieder. Ja? Ja. Kannst du dir danach einen neuen kaufen? So. $100? Nee, was hat der gekostet? 500? 200. Boah. Das ist doch scheiße. Aber so eine Zimmerpflanze? Wir brauchen Soda. Wir brauchen Zero. Ja, Zwegert, bitte. Hier bin ich, Sie haben mich gerufen. Was kann ich für Sie tun? Das ist Missbrauch. Schlag mich härter. Da hat sich aber doppelt entschieden. Ja, was denn jetzt? Und die Frau will auch härter geschlagen werden, ne? Sag das nicht so laut.
Sonst habe ich auch noch eine schöne Überschrift für die du Bild. Du musst dein Müll mal wegräumen hier. Ja, aber ich muss hier gerade wichtige Preise machen. Oh, jetzt muss wieder Papa an die Kasse. Ich räume jetzt hier noch die Getränke rein. Ist das die Zero-Variante hier? Ich weiß nicht, ob es die Zero-Variante ist. Das haben sie doch selbst eingesprochen, dieses Bip, 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 Bip. Hab ich, ne? Ja. Hundertprozentig. Wenn sie keine Kohle hatten, ne? Ja, aber ist eine gute Initiative, haben sie da ergriffen. Ist jetzt schon besser als der letzte Scheiß-Supermarkt. Ja, der, das auf jeden Fall. Und da haben wir Geld für ausgegeben. Hier gibt's sogar mal Mitarbeiter. Übrigens, das Spiel ist kostenlos, ja, Leute. Haben wir es schon erwähnt? Free-to-play. Es ist Free-to-play jetzt tatsächlich. Einen kleinen Obolus für 5 Euro hier quasi so einen Bereich kaufen, dass man da ein paar Sachen noch mehr hat. Aber das finde ich gar kein Problem. Man hat ja erstmal eine Weile Zeit, überhaupt das Spiel zu genießen. Ist jetzt schon Inflation gewesen? Oh. Ist jetzt aber die unsere Preise sind so hoch, da ich glaube, das macht gar nichts aus, weil wir diese so übertrieben hoch sind. Wasser ist teurer geworden im Marktpreis. Guck mal, unser Geld geht einfach nur hoch. Wasser kostet jetzt 1,50 die Flasche. Das ist aus der Vulkanquelle in Japan. Also hier. Reis kostet genauso viel, wie wir es eingekauft haben. Was sind da drin? Scheiße, da muss doch mal jetzt mal ein. So. Das ist alles. Wir müssen das alles anpassen. Ja, bitte pass an, bevor wir gleich die Kohle nicht mehr haben. Ne? So. Wer von euch arbeitet denn im Einzelhandel? Würde mich mal brennend interessieren. So. Ich schnauze jetzt schon gestrichen vor. So. Okay, das passt erstmal. Irgendwas wurde gerade nicht gefunden, hat sie jemand gesagt. Komm gar nicht mehr hinterher. Du machst das gut. Du willst doch nicht an die Kasse. Aber ich verstehe nicht, dass diese Packung. Ach so, die muss man nicht kühlen. Nochmal Reis gekauft. Und echt bald schon wieder eine zweite Kasse eröffnen, echt? Das ist die brauchen nur noch diesen einen Punkt. Vergiss das nicht. Ich und weiß dann kaufen wir aber trotzdem eine zweite Kasse, dann können wir doppelten Umsatz machen. Nee, ich gehe nicht mehr an die Kasse. Du warst noch nie an der Scheißkasse. Du weißt gar nicht, ich war so oft an der Kasse, da kannst du nicht mal, da warst du nicht mehr geboren. So. Ich habe früher in einem Juwelier gearbeitet, das ist aber auch mal was. Musst du auch mal überfahren, oder? Ja, da muss man auch so viel verkaufen. Bei Christ? Da kommt doch dreimal in einer Stunde jemand. Kannst du mich erzählen? So, das ist doch nichts gegen der Kassenarbeit. Du willst hier, kannst die Leute beraten. Was soll der Ehering sein? Was soll er sein? Hm? So, hast du Preise erhöht? Also noch nicht ganz. Aber bei den meisten... Ich noch nichts. Mach jetzt nur noch... Bei den neuen hier. Ich merke aber schon wieder, ich habe hier ungerade Preise. Ja, geht leider nicht mit der Inflation anders, mal lieber. Geht leider nicht. Aber ich habe keine, ich habe nur runde Zahlen. Also 2,30, 2,60. Ach, zu viel gegeben, komm raus. Hat er Glück. Salz haben wir noch, okay. Hatte ich mal in Ungarn am Flughafen tatsächlich, war im Schulaustausch. Das war noch Zeiten, Ungarn, Budapest, Flughafen.
Habe ich mir am Flughafen eine Dr. Pepper kaufen, weil immer gesagt wird, Dr. Pepper ist so lecker. Übrigens, Dr. Pepper ist ekelhaft, was ich je getrunken habe. Ich liebe Dr. Pepper. Widerlich. Schmeckt nach Marzipan. Nee. Doch. Und dann habe ich dafür bezahlt, was bezahlt man dafür für eine Dr. Pepper? Lass das 80 Cent sein. So, und dann halt in der Budapest-Währung. Hab irgendwie 6 Euro zurückbekommen. Kannst du mal kurz Platz machen für unseren Kassenmitarbeiter? Ja, ich bin kurz. Ich hab da mal eben was arrangiert. Nein! Na hallo! Klar, still, heimlich. Ich wollte deine Story nicht unterbrechen. Dankeschön, dankeschön. Ja, guck doch mal, wie schnell der kassiert. Ja, ich würde sagen, ab nach Mallorca. Oh, guck mal, ich lehne mich gerade zurück, trinken Wasser. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie bitte unseren neuen Kassenmitarbeiter Florian. Was haben Sie da? Macht ein bisschen Stimmung. Stimmung, heiße Preise, heiße Weise. So. Das ist doch geil, Film, weil nie wiederkommt. Da kriegt er erstmal einer gewischt. Ja, Gott, sagt er. Sag mal. Der kündigt gleich. Ja, du musst doch Schmerzensgeld zahlen. Dann wird er nicht bezahlt. Die wollen tatsächlich warme Cola trinken, sagen die hier mir gerade. Ich besorge eben die Cola. Geh mal weg. So. $400, das wird Zeit für ein neues Schild. Nee, du willst in Lebensmittel investieren, du Affe. Honigmüsli kaufe ich noch ein neues. Ach, du bist ja eine Schande, wirklich. Der Lager ist aber ordentlich wieder jetzt. So. 2,10. Das heißt, ich mache 3. $3. Scheiße. Die Honigdinger, die gehen immer weg. Geil, wir verdienen Geld, ohne eine Kasse zu stehen. Das ist geil. Aber ich will das auch in echten Leben so. Wenn das so schnell gehen würde, ne? Bei uns gibt es übrigens kein Ordnungssystem, sondern das ist wirklich. Die Ware kommt, wir räumen sie ein, können sie dazu aber auch einen billigen Preis anbieten. Das ist auch das System hinter unserem Laden hier und unterbieten deswegen den großen Handel. Ja, also nach meinem Geschmack könnt ihr gleich ein neues Kühlregal rein, weil die sind tatsächlich voll. Die sind tatsächlich voll, alle. Was sagst du dazu? Ja, finde ich klasse. Ja? Neuen Kühlschrank. Aber wollen wir mich mal ganz kurz noch, bevor du da was kaufst. Haben wir keine Kohle, kannst du euch vergessen. Ja, lass es bitte. Ich gucke mir erstmal den Lagerbestand an und sehe. Wir haben keinen Fruchtjoghurt. Wir haben keine Milchziegel. Ja. Käse geht auch bald alle. Das ist ja, da braucht man jetzt auch einen an der Kasse, weil das ist jetzt nicht mehr stemmbar so an sich. Wir können uns hier auf die französische Milch quasi konzentrieren, die hier wir gerade verrohren. Oh, hier kommt ein anderer Schlipsträger hier. Ja, wir brauchen ein neues Regal hier, also Kühlregal komplett ausgebucht. Ja, aber das ist auch scheiße da mit den Getränken, die kann man so schlechter einrohren. Aber ist gut dabei. Ja, Franny. Ich würde es auch gerne mal hören, was da eigentlich. Was möchtest du hören? Ja, was da. Hast du noch alle Latten am Zaun jetzt oder was? Was sie da einlösen, aber. Oh, wen haben wir hier? Was kauft sie sich heute? Ach, dann nimmt sie sich eine schöne Cola. Eine Cola und ein Wasser, ne? Zum Nachspülen, ne? Ist das nicht klasse?
Und hier noch ein. Nee, hat sie nur geguckt. Einfach mal, weil das kommt rein, Nicole. Kannst nichts anderes sagen. Definitiv, nicht? Meine wurde von euch jemand mal überfallen? Ups, sorry, die Dame. Oder nicht? Aber darüber muss man überfallen. Jetzt nicht sprechen, finde ich. Ich wurde schon überfallen. Du bist auch oft angefallen. Angefeindet war ja, ne? So. Das liegt aber auch an meiner Reichweite, die ich mittlerweile einfach habe. Ja, deswegen. Bist halt du auch weg von, von dem Beruf? Ach, ah. So schön, Fressnapf läuft wie noch nie. Ja? Ja. Und den kannst du noch erweitern, ne? Das ist ja jetzt erst wieder. Ja, und dann wirklich auch also. Nur ein Gang. Nur ein Gang für Käse. Nur ein Gang für Getränke. Nur für Joghurt. Weißt du, was ich meine? Riesige, lange. Reihen. Du kannst sie ja alle füllen hier, ne? Ja, da freue ich mich auf den nächsten Mitarbeiter. Ja, hier. Nachfüller. Oder ein Lagermitarbeiter. Erstmal nach unten jetzt gleich. Wir müssen dafür sorgen, dass wir erstmal im Prinzip für jeden Produkt. Brot 2 brauchen wir. Dann können wir hier runter. Das entsperrt. Margarine, Mehl, Apfelsaft. Dafür brauchen wir aber die Infrastruktur auch. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber die brauchen wir für alle. Bei mir wurde mal eingebrochen. Das ist bestimmt ein ekliges Gefühl, nicht? Da kommst du nach Hause und wirklich, dann ist da wirklich in alles Privatsphäre eingegriffen. Die auch letztens so eine komische, da klopft jemand um 23 Uhr an meine Tür. Nein, hör auf. Doch, auf jeden Fall, und ich hab gedacht, was ist mir um die Uhrzeit, das kann nicht sein. Das ist ja eklig. Ich hab nicht geguckt, da hatte ich Paranoia. Guck mal, was es noch gibt, Reinigungsprodukte. Das ist ja eklig. Marketingkurse. Ich verstehe auch nicht, warum wirklich hier die Kasse immer rumsteht noch, aber. Ach guck mal, da werden die beim Ausbildungskurs schneller, 20% die Mitte, oder? Ausbildung brauchen wir nicht, das kostet, die wollen dann auch mehr Gehalt. Die sollen denken, sie sind eine große Nummer, aber. Wir haben hier 600. Wir haben leere Regale. Ja, musst du dafür ein bisschen verantwortlich hier. Aber guck mal, 16, also so viel Umsatz haben wir noch nie gemacht. Hättest du mir ruhig öffnen können, bin so weit gefahren. Ach, könnte ein bisschen wieder. Du bist ja ganz creepy, Sau. Du mein Horrorerlebnis. Ja? Musst du uns lächerlich jetzt sehen, ne? Ja? Muss ich mal kurz mit dem EDK-Gerät gucken, ob das noch stimmt, da dieser Preis mit $2. Kann ich auf 2,20. Jetzt kann ich auch ein bisschen komische Preise machen. Müssen wir ja nicht mehr. Milchziegel. Den Gruvier-Käse brauchen wir wieder. Ja, ich habe ich bestellt. Nee. Doch. Du hast nur Emmentaler bestellt, aber nicht Gruvier. Das ist doch hier der. Den räume ich doch gerade ein, oder nicht? Hier steht Gruvier A5 tatsächlich. Aber warum würde mir das nicht in der Kiste angezeigt? Okay, ach, Wasser. Nee. Das ist der nicht. Wenn ich nochmal einen Emmentaler reinhauen. Nee, Gruvier. Der Emmentaler ist leer. Okay, aber Gruvier haben wir noch keine Kohle mehr. Ja. Mitarbeiter müssen auch bezahlt werden, ne? Also. Diese Miete und Strom da, diese angeblichen. Ich meine Cola kaufen mir. Ach, die hast du auch noch nicht eingepflegt. Weiß ich nicht.
So. Er braucht mehr Schränke, ne? Das ist, geht mir ja auf den Sack. Lass mal das Wasser wieder nachfüllen. Der gute Käse. Gute Wasser. Haben wir keinen Platz? Wie haben wir keinen Platz? Was verkaufen wir hier? Doch, hier, hier ist doch noch leer. Ach. Aber jetzt haben wir zwei Reihen davon. Der schöne Käse hier. Sind die Käse vor? Hey, jetzt kriegen wir gar keinen Kohle mehr fürs Wegbringen. Ja, aber was macht man, wenn um 23 Uhr jemand klopft? Ich wollte ja durch den Spion gucken. Ja, und siehst du nichts, wenn war dunkel? Ich bin direkt als das, also nach einer Minute hin im Flur dunkel komplett. Und das Licht bleibt eigentlich im Treppenhaus an. Für so zwei Minuten. Das ja, heißt, dann also hat er ganz sich zwei komisch Minuten nicht bewegt. Vielleicht war er im Dunkeln einfach. Ja, also ganz gruselig. Immer, möchte ich nicht drüber reden weiter. Und wann weiß man dann, jetzt ist er weg? Also kann man doch dann nie die Nacht irgendwie ruhig schlafen. Aber schließen den Laden? Ja, schließ den Laden, mach dicht. Insolvent. Minus 100. Oh. Mitarbeiterkosten 60. Also ich habe auch eine Zeit lang, als ich allein gewohnt habe, von innen zugeschlossen meine Wohnung. Hast du das auch gemacht? Das ist so Standard, mache ich immer. Nee, soll man überhaupt nicht machen. Warum soll man das ja, wenn's nicht machen? Ja, wenn es brennt. Und dann nee, also doch schmilzt es dann nicht zu da. Und dann kommt man nicht mehr raus. Ich war da hellwach, also das man darf, man soll wohl nicht die Tür von innen verschließen, habe ich jetzt. War gerade im Bad und dann kam dann neben mir. Was sagst du, Fünfer? Man soll es nicht verschließen von innen. Das warum ist, das denn? Ja, wegen, hä? Hast du mir gerade die Tür? Wegen nee. Brand. Dann schmilzt ach, das Quatsch. Schloss zu. Doch, das und dann kommst du nicht mehr aus zu. Deiner Wohnung raus. Du sprichst aus dem Fenster. Ja, aus dem siebten Stock oder was? Ich habe hier so ein, also ich würde überleben, aus dem Badezimmer kann ich rausspringen, da ist ein Vordach noch. So, also. Aber machst du es wegen Sicherheit oder auch dann zu wissen, den Schlüssel hast du immer mit? Ja, einfach Einbruch. Ja, weil Einbrecher können doch trotzdem, auch wenn der Schlüssel im Schloss ist, da locker rein. Nee. Ja, ich glaube schon. Wenn du nicht abschließt, können die richtig mit der Karte einfach rein. Dann können sie auch, das habe ich mal gesehen, eine Doku, die können einfach mit der Karte rein, wenn du ja. nicht abschließt. Das ist gar kein Problem. Das heißt? Ich muss den Laden eröffnen noch. Wie soll ich denn jetzt meine Frau überzeugen, dass wir jetzt plötzlich von innen zuschließen. Zu zweit, ja, ist ja sowieso zu zweit. Da kann man sowieso zuschließen, ne? Wieso denn sowieso? Das verstehe ich jetzt ja. nicht. Ja, seid ihr so, weil ich meine, ihr könnt euch retten sowieso gegenseitig. Wenn man alleine in der Wohnung ist, kann ich verstehen, wegen, dass man gerettet wird. Aber ihr seid zu zweit. Einer von euch rettet den anderen. Ja. Jetzt, wo du sagst, da ist das schon beängstigend. Aber ich höre ganz viel Gegenwind, dass man nicht zuschließen soll. Nee, oder also meinst du es von der Einbrecherlobby? Schließt dein Auto auch nicht zu, weil du denkst, das ist ja Sache mal. Hör mal, ist doch genau dasselbe. So, nee. Komm. Ja, das soll mal der Sturmwalli, der soll mal erklären, ob der da noch irgendwie Erfahrung gemacht hat. Stimmt, ja. Wenn er da drüber reden will, aber der ist ja auch gar nicht hier. Emmentaler wurde gekauft, Memolette. Mouletten wäre auch schön. Das sind aber alles nur diese Billigfirmen, die wir haben hier, ne? Ja, ja, was soll man machen? Premium-Soda wird weggegrapscht. Coca-Cola will ich hier, weißt du? Fuck, wir haben $79. Was ist mit der ganzen Kohle, was ist daraus geworden? Ja, ich habe gerade wieder nachgekauft hier, Emmentaler. Nee, das haben wir scheiße gekauft, ne? Also wir haben Käsekunden, unfassbar. Wir haben die wichtigsten Sachen nicht mehr. Wir haben keinen Fruchtjoghurt. Scheiße, mehr. Ich hol Fruchtjoghurt. Der bringt nichts. Wir haben doch gar keinen. Ah, doch, wir haben einen Regalplatz. Wir haben noch Fruchtjoghurt, das ist grün. Mm-mm. Frucht ist rosa. Das ist Vanille.
Bourbon Vanille Joghurt ist das. Habe ich gekauft. Die wollen hier ohne Koffein Soda Packung haben. Besorge ich. Haben wir noch 18 Dollar. Das reicht noch ein bisschen, um die Nase zu putzen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Buchs quasi. Ich habe letztens so einen Aufkleber für an die Tür gesehen. Da steht dann drauf, in dem Haus wohnen zwei Personen, zwei Katzen, ein Hund. Gute Idee, aber da freut sich doch jeder einfach. Ja. Warum freut sich da jeder Einbrecher? Weil man genau weiß, womit man es zu tun hat? Ja, wir wissen doch, worauf sie sich dann einlassen, aber ich verstehe nicht. Ja, aber ich dachte, es war ja zur Abschreckung, dachte ich. Ein Ach Hund so. Und zwei Personen. Ja, aber das mit den Katzen ist schon mal nicht dumm. Einbrechen. Das bringt Katzen, ja gar nichts. Katzen so. Bringt dir nichts. Und wenn aber du einen scheiß Hund hast, meinen Hund, da würde auch nichts tun. Ich will gar nicht, dass der Hund da was machen würde, weil der Einbrecher würde ihn vielleicht sogar verletzen wollen. Wegen Hund, ja, aber Hund ist ja, das ist ja eine Abschreckung, würde ich sagen auch, ne? Aber ich würde doch das alles andere, würde ich überhaupt nicht erwähnen. Ja, ein bisschen noch, wie alt die Frau ist oder ja, was. Ja, irgendwie immer. Noch rechts Treppe runter ist das Portemonnaie mit dem Bargeld. Ja, wollen Sie mal nicht übertreiben, so detailliert war es jetzt nicht beschrieben. Ja, finde ich schon, exakte Beschreibung, vielleicht noch einen Grundriss vorne raufpacken und die Hausschlüssel vielleicht einfach hinlegen. Hm? Open Door Prinzip. Wenn die Tür einfach offen ist, dann wird sich doch kein Dieb denken. Da frage ich mich auch mal, wenn die Tür einfach sperr war, dann denkt sie doch, der Besitzer ist ja jetzt hier. Also im Urlaub einfach Leute Tür offen lassen. Sperrangel weit, da ja, wird der Dieb denken, der ist doch gerade nur, der ist nur gerade was einräumen, der ist nur gerade. Nee, unterwegs. Nicht mal das. Ich würde einfach sagen, das kann, ist ja so offensichtlich, da muss ja was faul sein. Wenn ich da reingehe, werde ich irgendwie abgestochen oder ist eine Falle. Aber was das jetzt stinkt. Das ist für die Feuerwehr. Weißt du, was ich gruselig finde, Fünfer? Das ist Privatsphäre gehören. Chef, du schläfst, Fünfer, du schläfst. Du warst morgens auf, du bist in der Wohnung, morgens auf, Wohnzimmer komplett verwüstet. Das ist eklig, glaube ich. Ja. Ne, wenn du weißt, da war was. Da war was. Und ich war gerade am Schlafen, ne? Oh, ich habe das Falsche erworben, scheiße. Du bist ja dumm wie Kacke. Was haben wir jetzt hier? Konserven, Katzenfutter. Wir müssen eine Hundeabteilung machen. Ja, wir haben doch nur 80 Dollar. Du kannst doch nicht jetzt. Warum Scheiße, kaufst du jetzt kann neue Produktpaletten? Ja, ich wollte es nicht. Ich habe es für mich verklickt. Das ist schade. Das ist echt schade, dass du so handelst. Ich brauche ein neues Regal. Konserven 1. Da haben wir keinen Platz für die Scheiße. Warum haben wir wenig immer weniger Kohle? Guck mal die Preise an, das kostet alles mehr, über 100 Dollar. Diese. Immer mehr hier. Ach, hast du schon die Preise runtergesetzt wieder? Nee. Inflation ist vorbei, kein Wunder, dass sie nichts mehr kaufen. Thunfisch zu groß. Inflation ist vorbei. Was ist denn jetzt hier noch so teuer? Nee, das so alles passt doch. Kaufen, die sind einfach nur jetzt halt sauer, weil die Dose nicht haben. Jetzt, wo wir gerade geredet haben, sind wahrscheinlich auch viele Wohnungen gerade aufgebrochen worden in dem Moment. Ja, da kannst du von ausgehen, ne? Von ausgehen. Vielleicht sogar in eurer Straße. Es ist einfach sehr wahrscheinlich. Aber ich glaube, Einbrecher sind gewalttätig. Das ist immer mein Kopf. Ja, weiß ich nicht. Ich habe immer direkt die Kevin allein zu Hause Einbrecher im Kopf. Ja, aber die sind ja dumm. Ja, aber gewalttätig. Ja, und lustig. Lustiges Gesicht und
Wenn ein Kind sich verteidigen kann, dann können zwei ausgewachsene Menschen das auch, aber... Ich habe mir auch oft überlegt, kaufe ich mir mal so einen Baseballschläger irgendwie, falls mal was ist und so, weißt du? Hey, nimmst du ein Messer? Aus der Küche dann? Ja. Ja, aber dann bist du ja angeklagt wegen Mord. Ich hoffe, es ist Thunfisch. Ich will einfach mal wissen, wie das läuft. Ach, guck mal hier, bei den Leuten. Der Sturmwalli, grüß dich erstmal. Wir hatten eine Frage wegen Brandschutz. Sturmwalli, da muss ich doch ausklären. Wir haben eine Frage. Ich bin nämlich, ich habe das Thema Schlüssel von in die Tür, den Schlüssel einstecken. Also, habe ich eine Weile gemacht in meinem Single-Haushalt, habe ich dann mich aber belesen, soll man bitte ganz schnell lassen, das ist lebensgefährlich für dich, auch wenn dann irgendwie brennt, dann schmelzt der Schlüssel und dann kommt nicht mehr raus und alles. Ist da was dran? Kannst du das mal bitte für uns prüfen? So, so. Einmal bitte gegenprüfen. Eine kleine Expertise. Na, Kohle kommt doch rein, aber irgendwie ja, auch der nicht Schlüssel schmilzt dann im Schloss und dann bist du am Arsch. Da kommst du nicht mal aus der Wohnung und verbrennst. Ja, weil es sehr heiß wird dann. Wie schnell schmilzt denn so ein Metallschlüssel? Ja, ist schnell. Die sind ja aus Billigmetall. Also wenn du schon so weißt, dass ein Metallschlüssel schmilzt, dann bist du davor schon weggeschmolzen. Erstmal ist ein langer Text von Franny noch. Ja. 2021 lag die Zahl der Einbrüche noch bei rund 70.000. Ich hoffe, es wird positiv. Im Jahr 2022 waren es dann schon, rund 80.000. Die Schadenshöhe aller versicherten Einbruchdiebstähle stieg von 22 auf 23 um 70 Millionen auf insgesamt 340 Millionen Euro. Der Schadensdurchschnitt stieg von 3.350 auf den Rekordwert von 3.500 Euro. Das sind schlechte News, Freunde. Franny, danke fürs Runterziehen. Danke fürs Runterziehen. Kann ich mir super gleich einweisen. Ganzer Shit hat keinen Bock mehr auf dich. Ja. Klasse. Schon, weil ich hoffe, du tippst gerade noch ganz fleißig eine Textbox rein in Chat. Wir warten immer noch auf die Expertise. Auf die Expertise. Ich Chat, kann ich einfach mal jemand Harald fragen? Ich frage ihn jetzt. Oh je. So, ich frage ihn, Leute. Schön, dass ich da immer nichts mitkriege dann von. Ja. Auf meinem Channel. Sollte man aus Brandschutzgründen den Schlüssel aus dem Schloss der eigenen Wohnung tun? Was sagt man? Aus dem Schloss ziehen. Reinlegen. Ach, der wird schon wissen, was ich meine. Im Schloss hängen. Ja, jetzt habt ihr gleich eure... Dann mache ich jetzt kurz deinen Stream an und dann... höre ich das ja. Da habt ihr die Antwort. Danke. Okay. Also was er sagt, es ist relativ egal. Regina hat noch nie Feuer gefangen, von daher ist das eher unrealistisch. Okay, jetzt mal da was passiert. Die Antwort vom Experten. So. Kommt auf die Tür an. Es gibt Türen, da kannst du von außen auch mit dem Schlüssel dran. Aber bevor der Schlüssel schmilzt, muss er schon an der Tür brennen. Nochmal neues Regal, ne? Ja. 80.000 sind 219 am Tag, aber bei 80 Millionen Einwohnern sehe ich mich statistisch nicht in Gefahr. Falsche Aussage, ich habe Angst. Moment, ich habe eine Holztür, da geht die Tür bestimmt von dem Schlüssel kaputt.
Und dann nochmal, also richtig, bei Brand in der Wohnung, wo noch in einer in drinne ist, würde ich nicht mehr versuchen, die Tür gewaltfrei aufzumachen, sondern mit Gewalt die Tür öffnen. Also heißt das, Sturmwalli. Das einzige Problem ist dann, dass die Tür halt kaputt geht, statt man das vielleicht nicht gewaltfrei öffnen müsste. Also hatte ich wieder recht. Das heißt, ich könnte sorgenlos jetzt meine Tür von innen einfach mal zuschließen über die Nacht. Ist das richtig? Das ist normal, dass, wenn man nicht... Machen viele, oder nicht? Ob das jetzt viele machen, kann ich bitte, jetzt nicht. Könnt ihr mal eine Umfrage bitte machen unter euch? Wer das sich selber nachts einschließt? Ja, Franny, das ist auch ein Totschlagargument, was du gerade bringst. Sobald ich in der Bude bin, mache ich das Ding zu. Ja, ich auch, aber halt ganz normal eine Tür zumachen. Aber nicht zuschließen. Lässt du den dann auch stecken oder nimmst du den dann raus und legst ihn zur Seite? Katzenfutter brauchst du. Du. Legst du den dann zur Seite oder lässt du ihn drin? Der steckt im Schloss. Der steckt drin. Okay. Ne? Der wird auch schnell wieder weg dann noch. Warum schreibt jetzt eins alle Was rein? Was ist denn eins? Achso, einschließen. Zwei auflassen. Siehst du, alle richtig. Alle richtige Antwort. Super. Ja. Wenn du diese Scheiße gehört, dass man nicht abschließt. Habe ich aber mich da irgendein Rabbit Hole anscheinend dann verloren. Ja, anscheinend bist du im Rabbit Hole drin, ne? Ich brauche einen neuen Kühlschrank für mich. Ist mir ja, Schummerli lässt den Schlüssel stecken, aber er schließt nicht ab. Nur wenn ich dann rausgehe. Ja, aber das bringt doch dann auch nichts, wenn du nur einen Schlüssel stecken lässt. Vollkommen und dann eine Katastrophe. Dann kannst du auch die Tür offen lassen. Also, Scheiße, wirklich. Ja, ich glaube, ich werde das jetzt einführen. Doch, warum denn? Das ist doch ein gutes Gefühl. Warum? Genauso, Dr. Dooms, das ist richtig. Allein, wo ich das letztens erlebt habe, wo die bei mir geklopft haben. Gruselig, du machst zu. Man weiß nie, ob dann ein Geist kommt durch die Tür. Ja, was ist, wenn man jetzt eine Partei möchte gerne die Tür zuschließen? Ja, da muss man das einen Kompromiss finden. Ein Kompromiss, was ist denn das? Dann zumindest die Schlafzimmertür abschließen. Wüsstest du, dass wir unsere Tür einfach nur offen lassen? Man kann mit Kreditkarte, kann man die Tür einfach... Mit Kreditkarte sieht in 2 Sekunden. Ich sag dir das, dass es mit 2 Sekunden geht. Mit 2 Sekunden soll ich sagen, dass es geht. jetzt sagt sie, da muss man ja erstmal unten reinkommen. Ja. Was ist denn damit mit der Aussage? Ja, aber dann kommen sie ganz schnell nach oben. Aber dann kommen sie ganz schnell nach oben. Dann gehen sie erstmal die unteren Türen ab. Ja, und dann gehen sie ins obere. Und dann gehen sie ins... Ja, gehen sie auch in den dritten Stock? Ja, da ist nämlich das meiste Geld. Das ist das meiste Geld, sagt. Da wohnen die Reichesten. Da wohnen die Reichesten. Nein, wirklich, er sagt das so. Ja, es ist so. Denkst du, die gehen im Keller ein? Okay, aber guck mal hier. Franny sagt, da muss ja nur ein Nachbar gedankenlos aufmachen. Dann ist er jetzt schon mal drin. Was, wenn er wirklich zufällig mal sagt, jetzt probiere ich mal in der dritten Etage, dann haben wir in dieser Haustür. So ist es, Maria. Das geht in Sekunden. 2 Sekunden, zack, offen die Scheißtür. Und darum bin ich für ein Zahlenschloss. Gut, also das Problem ist nicht ins Haus zu kommen, weil jeder kann sagen, Paketbote, machen Sie bitte die Tür auf. Weil so kommen vielleicht auch mal Leute rein und wenn die sagen, ich muss das da abgeben, das Paket, dann wird da irgendwer aufmachen, die Tür. Warum machst du den Scheiß allein? Was hören wir? Ja, aber das ist ja zu spät. Wenn wir einfach zuschließen, dann kommen die nicht einfach rein. Wenn in 2 Sekunden die Tür aufgeknackt wird, dann braucht man da auch nichts mehr versuchen zu hören. Dann wirst du abgeschlachtet. Dann wirst du abgeschlachtet. Richtig. Hä? Was sagst du? Wer kommt nicht mehr rein?
Ey, da kommt mit einem Knacks, komm, lass die scheiden, reicht doch jetzt einmal. Wieso, man kann doch, wenn in einer Seite der Schlüssel ist, kommt man doch trotzdem, kann man doch trotzdem die Tür aufschließen. Das ist die Frau von Fimbe. Sag mal, wenn man einen Schlüssel von beiden Seiten einen Schlüssel steckt, kann ich doch von der einen Seite immer noch die Tür aufschließen, oder nicht? Naja, das sollte eigentlich gehen, da hast du recht. Sollte eigentlich gehen, hast du recht. Normale Frau, Tür. Normale Tür. Sollte so gehen. Ich werde es gleich ausprobieren. Natürlich geht das. Ja, da kommt auf die Tür an. So sind wir jetzt hier im Tür-Rabbit-Hole? Nö, das lese ich nicht. Aber. Bei meiner Tür geht es. Ja, aber ich verstehe es jetzt nicht, was der ganz so schlecht dran sein soll, sich einzusperren. Ich möchte gerne mein Sicherheitsgefühl in der Nacht verstärken. Jetzt nicht mehr. Ich fühle mich jetzt nicht mehr sicher hier. Ja, zu Recht. Ja. Hm. Also, was ist denn das Problem, dass ich gerne möchte, dass die Tür nicht offen ist? Ja, wir haben doch zwei Schlüssel. Aber einer ist doch immer drinne. Was ist denn jetzt hier für eine Wall of Text hier? So. Letzten Sommer hat man direkt gegenüber beim Nachbarn eingebrochen. Ich habe nachts beim offenen Fenster noch das Klirren der Scheiben gehört. War aber im Halbschlaf und dachte mir nichts dabei. Ja, hast dich wieder hingelegt. Raus, die haben die Scheibe der Balkontitte geschlagen und sind rein. War schon gruselig. So Trommerei. Immerhin welche waren Etage? Die Nachbarn nicht zu Hause. War ein doofes Gefühl, absolut. Träumerei, ist das ein Warum Haus? Warum liegt ein Scanner hier draußen rum? Oder eine Etage? Das heißt, Franny, ich muss ja einfach nur den Schlüssel reinstecken, dann kann schon... Nee, dann frage ich mich jetzt... Achso, nee, dann geht's nur ums Aufschließen. Der Einbrecher kommt trotzdem rein, wenn der Schlüssel steckt. Man muss schon umdrehen, damit das funktioniert. Ja, Scheiben einschmeißen, das bringt dann nichts mit der Tür, aber nee. Das ist ja jetzt nichts für den dritten Stock. Das hört man aber im Normalfall. Aber wenn man eine Tür langsam öffnet, das hörst du nicht. Dann wirst du im Schlaf wirst du dann abgemorchelt. Außer bei mir in der Wohnung, da quietschen alle Türen, das würde ich mitbekommen. Hä? So, ich habe gerade eine Live-Schalte bekommen bezüglich dem Schlüsselthema. Und ja. Man kann von beiden Seiten Schlüssel stecken und es funktioniert. Das spricht ja nur dafür. Ich werde heute Nacht dieses Haus, diese Wohnung sicher machen. Und somit meine Zukunft absichern. Was halt, ich möchte gerne Applaus haben dafür. Was? Du mit deinem blöden Gesprächen da immer. Franny, ich verstehe das nicht. Du machst da irgendwelche Sachen. Was ist das denn für ein Dämon plötzlich? Klasse. Ja, wovon redest du? Naja, wir haben wieder einen Arsch-Karrer gehabt. Ja, aber davon kriege ich nichts mit. Das und, funktioniert ja, nicht im Multiplayer-Stream. Gegen einen Einbrecher Leuchtpistole mit beschissenes Klopapier auf ihn werfen und schreien, war die Antwort. Ja, klasse, dann kann ich mich auch gleich einweisen lassen. Ich habe mich gerade dazu entschieden, meine Zukunft zu sichern. So. Ich werde hier alles abschließen. Ja, du musst ja auch Gedanken über sowas machen. Ja, mache ich ja jetzt auch gerade. Völlig klare Sache, völlig klare Sache. Die meisten Türen sind so modern, dass man die nicht einfach mal so mit der Karte... Oh, das ja, ist aber, Besen. Ab wann beginnen denn die Türen modern zu sein? Naja, Sturmbuddy? Weil das ist eine sehr gute Frage, mein Schatz. Also, nicht alle Wohnungen
Also die meisten, ich sag mal, ich mache jetzt eine These. Ich würde einfach sagen, 70% aller gebauten Wohnungen sind doch aus 1900. Und da sind ach, die. Du musst es auch nicht übertreiben jetzt. Ist doch scheiße. Oder ist nein, es doch nicht so? Das mag ich überhaupt was nicht ist übertreiben. Denn, woher weiß ich, dass ich. So, Sturmwalli. Woher weiß ich, dass ich eine moderne Tür habe? Das ist ein Doppelzylinderbruch. Du brauchst einen Doppelzylinder. Mit einer Dreifachverkantung in der Scharniermechatronik. Aber die habe ich doch nur beim Dreier Flötenkolben drin. Der Flötenkolben muss aber in die Dreier Steckdose geflötet ja, aber ich muss sie doch buttern vorher. Ja, aber wenn die... aber wo ist denn die Mutti drin? So. Beim Rainer, beim Nachbarn. Drin. So. Also irgendwie das Geld wird nicht mehr. Achso, ich soll jetzt quasi mal versuchen, selbst bei mir einzubrechen mit einer Kreditkarte. Willst du mir gerade sagen? Aber das kann ich ja mal machen. Das geht. Da gibt es tolle Videos auf YouTube. Eine handelsüblichen Kreditkarte quasi. Ja. Ich würde keine Kreditkarte nehmen, damit du den Magnetstreifen nicht bestellst. Um Gottes Willen, die benutze ich auch so viel. Was kann ich denn dann nehmen? So, ich habe eine neue Geschichte. Ich wohne im Erdgeschoss und diesen Sommer hatte ich abends vergessen, im Ankleidezimmer, in dem man nur durch mein Schlafzimmer kommt, das Fenster zu schließen. Bin aufgewacht, weil ich Lärm rausgehört habe und einiges geklaut wurde. Das ist gruselig. Willst du da eine Angabe machen? Wie viel, also war da auch persönliche... Was war Sachwert? Was war der Herzenswert? Kann ich meine Tür kaputt machen mit meiner eigenen Karte? Soll ich das jetzt gleich probieren? Das ist so wirklich wunderschön. Aber warum kommt das Geld jetzt nicht mehr so rein wie früher? Also das, ich will es ja nicht eintreten. Ich wollte doch nur... Ja, jetzt werde ich es nicht probieren. Wenn ich mich doof anstelle, kann gut passieren. Wir kümmern uns auch gerade halt nicht mehr ums Geschäft. Wir haben leere Regale. Ja. Ich kann mal gucken, ob ich noch irgendwas kaufe. Ja, wir haben halt keine Konserven auch, ne? Wir sind ganz halt eingepisst. Ja, aber wir können jetzt das nicht auch noch die kaufen. Haben wir ja also Pasta wirklich... Penne. Fast alle. Genau, ich mache mit YouTube auf meine eigene Tür dann. Premium Soda. Cola Flasche. Ist alles leer. Ja, auf jeden Fall, wir haben auch nicht die Kohle jetzt. So, ich habe jetzt nur Getränke gekauft erstmal. Brauchen einen neuen Kühlschrank. Wir müssen $600 sparen. Guck mal, wir haben keinen Platz für die Scheiße. Hey, was ist denn eine Scheiße drin? Ja, super. Was denn? Also irgendwie kommt das Geld nicht so rein. Kannst du mal einen Preischeck machen bei den Produkten? Habe ich gar keinen Bock drauf. Absolut keinen Bock drauf, gerade. Danke, dass du es übernimmst. So. Ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen alle hoch. Aber nicht so viel. Nee, ich scroll mal ein bisschen so ein paar Cent. Ja, finde ich gut. Wer den Cent nicht ehrt. Ist ein dreifachen Dollar nicht wert, was? Vor allem an allen ein bisschen gedreht. So. Donnerstag ist Inflation. Schön, wenn man das vorher schon wüsste. Wir haben neun Punkt. Ja, also wir können zwei Sachen, wir können WLAN-Verbindungen, mehr Kunden. Ja, aber dann sind die ja noch oder wir gehen Richtung oder wir gehen zur Richtung Grundprodukte 2. Nein, wenn du jetzt noch mehr Produkte kaufst, dann haben also wir doch noch mehr Probleme. Also ja, aber mehr WLAN. Ja, WLAN-Adapter. Ja, kommt, steckt man dann in einen HP-Laptop hier rein und dann haben wir hier ein Mbit. Ich hoffe, das hat sich jetzt wirklich gelohnt, die Scheiße. Mein Rewe hat ein wunderbares WLAN-Netzwerk. Finde ich toll. Läuft gut. Finde ich klasse. Wer braucht denn WLAN bitte in einem Rewe? Ich nutze das immer. Also wenn ein Einbrecher bei dir rein will, der kommt da auch rein. Wenn du abgeschlossen hast.
Wird dann vielleicht etwas schwieriger, aber reinkommt er trotzdem. Danke für diese dumme Aussage. Jetzt bitte schlage ich gerade alles in Frage. Also, verkaufe ich mir quasi Aussage. Nur ein bisschen Zeit mit meinem Zuschließen von der Tür. Aber genau, was... Hören die dann nicht eher auch auf, wenn die merken, die ist wahrscheinlich zugeschlossen? Sagen die dann nicht, ich probiere es lieber an einer anderen Tür? Also es wäre, die Frage ist halt, wann der Einbruch ist. Weil wenn ich schlafe, werde ich das nicht mitkriegen. Da kriege ich nicht viel mit. Und da bringt mir die Zeit dann auch nicht. Leute, macht ihr keine Horrorszenarien hier. Das wird alles, hier wird keiner überfallen. Einer Leute, von uns wird statistisch heute Nacht eingebrochen. Das ist wohl wahr. Also macht euch bereit. Und die einer Pirsch. Ermordet. Also mal ganz schnell auf. Der arme Kassierer, der muss komplett verblödet sein mittlerweile. Okay, ja, schon, warte. Aber da ist natürlich, da schließe ich ja eh zu. Also wenn man das Haus verlässt, schließe ich ja eh zu. Es geht ja wirklich gerade wirklich nur, wenn man in der Wohnung ist. Virtual Edit, halt die Klappe, bitte. Hast du, merkst du, dass mehr Kunden kommen oder denkst du, die ist nicht der Fall? Ich glaube, das ist ein Flashback hier, den wir aktuell führen. Also die sind alle sauer, sie finden hier die ganzen Katzen fressen nicht. Ich hole jetzt mal einmal Katzenfutter. Und Rea-Bohnen aus Bio. Lass uns mal, oh, ich wollte einmal auf $600 sparen, damit wir die Scheiße. Ja, jetzt kriegen. Sparen wir auf $600, ist ja kein Problem. Jens sparen wir. Und, oh nee. Kiss my ass! Nehme ich hier mal kurz einen Scanner zur Hand. So, gleich ist der Laden aber auch geschlossen. Nö. Doch, 22 Uhr ist geschlossen, der Laden. Aber hier sind noch ordentlich Kunden hier. Mal kurz hier alles abmelken, hier den ganzen Chaos. Oh, Honigmüsli schon wieder fast leer hier. Magerkäse. Milchziegel. Milchziege. Was findest du besser, Kinderpingui oder Milchschnitte? Ich glaube eher Pingui. Milchschnitte ja. Finde ich sehr. Richtige. Ist ein bisschen mir zu saftig auch. Ich mag das Knackige, wenn man mit schön gekühltes Kinderpingui. Ja, das. Mal knackig rein. Mag ich sehr gerne. Ne? Kinderpingui, also ich glaube, das ist so eine völlig klare Sache. Kein Anbrecher wird abends kommen. So, und dann möchte ich jetzt aber kurz nochmal revidieren. Nicht. Doch, stopp. Weil, wann soll denn sonst kommen? Weil, am Tag? Ja, außer wenn er weiß, dass ich im Urlaub bin. Hat er schon mal gesagt. Dann möchte ich mal kurz sagen, was hat denn dann jetzt noch der Sinn, dass ich nachts zuschließe die Tür? Die kommen abends. Merkt ihr das gerade selber, oder? Das ist ja komplett für den Arsch jetzt, die These. Also, die kommen abends. Nein. Die kommen ja erst nachmittags. Lass den Kunden jetzt erstmal einkaufen. Dann brauche ich das ja doch nicht machen. Nicht alle Einreicher sind gleich. Das ist doch nur Einbildung, was ihr da alle betreibt. Für den Kopf. Ja gut, dann kann ich mir auch einfach eine Line ziehen und dann einpennen. Da habe ich auch was für den Kopf gemacht. Also Leute, dann verstehe ich den ganzen Hackmeck gerade überhaupt nicht ums Thema. Ausgeraubt 0. Gute Bilanz. Schmutz. Gar nicht. Zu teure Produkte 1 haben wir. Ja. Ja, das eine ist ein okay. Ein Produkt ist okay. Wer weiß nicht. Das müssen wir in ein Produkt wieder freischalten, ne? Nein. Wir haben doch nicht mal alle Produkte aus der Konservenbranche. Verstehst du nicht? Das geht gar nicht. Wir haben auch nur 200. Also willst du die Punkte sparen einfach jetzt erstmal? Ja, ich will, dass wir
Kohle haben erstmal. Weil die beschweren sich dann und dann kaufen sie weniger. Verstehst du? Das ist ein Kreislauf, den wir nicht unter, den wir nicht mehr beenden können. Sieht hässlich aus, der Typ hier. Unfassbar. Hast du mal seine schwitzige Nase gesehen und alles? Widerlich. Hat dieselbe Frisur wie du, nur in Grau. Ich glaube nicht. Ich habe noch einmal Hundefutter gekauft. Und dann sparen wir. Oh, jetzt haben wir wieder 71 Dollar. Finde ich schon ein bisschen klasse auch. Also große Geld machen wir nicht. Irgendwas doch, mit dem Hundefutter und Katzenfutter, glaub mir. Guck mal, das startet bei 10,89 der Preis. Der ist ja schon automatisch. Ja, angehoben. Brutto, aber nicht netto. Was ist brutto, netto? Du musst doch den Gewinn berechnen. Ja, der ist ja schon mit drin. Wie, du schlägst da 10 Dollar drauf? Nein. Marktpreis ist 67. Und unser Preis 10,89. Ist das nicht schon zu wenig? Lass mich mal gucken hier. Boah. Da war nicht der Preis draufgeschlagen, ne? So. Also der Kassierer, der langweilig. Ja, absolut. Und irgendwie WLAN-Spot funktioniert hier nicht. Also. Ich weiß, die sind da schon mehr jetzt, also. Die sind auch hier ist sauer. Müll, hier ist Müll. Zum ersten Mal habe ich Müll gesehen. Oh, klasse. Ist noch nicht ganz gut gebalanced. Der pro Kopf Müllverbrauch. Gucken wir mal hier. Reis, wir haben keinen Reis mehr. Mir sagt keiner Bescheid. Leute, sagt doch was. Oh, diese Kasse. Ich drehe gleich durch. Ich muss leiser. Also ich finde, der Progress könnte ein bisschen schneller gehen für meinen Geschmack. Nee, das ist ein anderer Sound. So. Aber jetzt, guck mal, mit diesen teuren 10-Dollar-Produkten geht das viel schneller jetzt. Oh, sehe ich es nicht. Doch, doch, das war eine gute Invest. Eine gute Invest. Das Gefühl, am Anfang hatten wir mehr Kohle als jetzt. Ja, ich weiß nicht warum. High. Oh, Virtual Edit, bitte so ein. Ah, nee. Kürden war es mit dem Witz. Das war kein Witz, das war eine erste Frage von ihm, glaube ich. Reis, der Reis noch? Hey. Aber Reis haben wir doch, Virtual Edit. Ach, das meinst du? Ich dachte, das davor mit dem Notruf. Reis haben wir. Aber 600 wollten wir sparen. Ja, wir sind jetzt bei der Hälfte. Was ist denn mit diesen Tablet-Sachen? Kommen mehr Kunden, wenn ich jetzt eine Blume hinstelle? Nee, ich würde es nicht machen. 40 Dollar. Ja, eine Blume kannst du machen. Ein Blümchen jetzt. Gerade, ach, das stimmt doch überhaupt nicht. Nehmen wir nichts vom Pferd hier. Klasse, wieder platziert. So. Katzenfutter. Eine riesen Nachfrage, ganz, ganz vielen Produkten, die wir nicht bieten können. Wasser wird auch wieder leer hier, Pasta Bene. Zwillinge hier gerade unterwegs.
Not for Boys steht auf dem Pulli drauf. Mhm. Das ist mal ein Statement. Ja, wir haben selbst die Cola nicht wieder da. Die einfachsten Produkte fehlen und bei uns. Ja, und keine Kohle. Schwierig. Für so was, ne? Ich verstehe nicht, wo unser Umsatz bleibt. Ja. Machen wir da irgendwie was mit den Preisen falsch? Oder? Katzenfutter ist doch hier. Er sagt, er kann es nicht finden. Na, das verstehe ich auch manchmal nicht. Hä? Was habe ich nicht gefunden? Cola. Was ist doch hier? Cola-Flasche. Ist er komplett blind? Das nee, ist eine Soda-Flasche. Es gibt zwei Sorten Kohle. Katzenfutter. Es gibt zwei Sorten. Das ist natürlich blöd. Muss wieder den Groviert-Käse kaufen. Mm. 600 Dollar wollten wir haben. Ja, dann kannst du ja direkt wieder abschminken. Ja, na, dann kann ich auch direkt das Katzenfutter kaufen jetzt. Aber ich glaube jetzt mit diesem Reinvestment kommt es ja dann doppelt zurückgeschaltet. Ja, jetzt haben wir schon seit 20 Tagen mal eigentlich. Nee, nee, diesmal wirklich. Wenigstens halten wir uns über Null, ne? Das ist doch mal eine riskante Aussage, wie man sagt. Guck mal hier, 12 Dollar kann man das hier anbieten. Diese kleinen eingekauften für 6 Dollar beim Supermarkt ein. Also das ist doch wirklich das allerletzte. Ja. Also WLAN hat nichts gebracht, sag ich. Nee. Die Cola, die hat keine Preisanpassung. Oh nee. Das aber kostet 1,80, für, genauso wie wir es kaufen. Die uns so leer gekauft wird. Ja, kein Wunder, dass da nichts mehr passiert. Hier, 2,50 mache ich. Wir können nicht alles genauso, wir machen ja dann einen Scheißdreck machen wir dann. Muss auch mal gucken, wenn du da was einräumst. Ich dachte, die wären schon alle angepasst gewesen. Hier. Ja, also mit so einer Einstellung kommst du im Leben nicht weiter. Ach, dann leck mir doch die Nutte weg. Ich dachte, die Rechnungen sind schon bezahlt worden. Ich dachte, die Miete wurde schon überwiesen. So der Kühlschrank wird immer leerer, Fimme. Ja, und das Geld wird weniger. Irgendwas stimmt da. Ey, der Kühlschrank ist voll. Nein, die unteren, die waren letztens auch immer voll. Dann macht da was rein. Ja, ich habe keine Kohle für so eine Scheiße. Nö. Wir wollten eigentlich auch 600 Dollar sparen, ne? Ja. Das wollten wir. Wir waren auch eigentlich. Was soll denn da rein? Ist das Katzenfutter, oder? Ja. Bad, bad. Dogs und Kids. Guck mal, die vermissen auch die Premium-Soda. Miau, miam. Miau, miam. Chicken and... Kimp. Catnip. Purpur. Platz mir nicht so an, Bitch. Sort. Oh. Leute, ihr habt's gehört, wir beenden diesen Stream. Also. Podcast. Wir müssen eigentlich auch wieder einen Podcast aufnehmen. Ja, gibt es noch eine letzte Folge, wird es noch geben, bevor er aus der Bildfläche verschwindet, würde ich sagen. Musstest du damit jetzt anfangen? Ja, na, du kannst es ruhig zelebrieren dann auch irgendwie nochmal so ein Abschlussstream irgendwie. Ich mache einen Submarathon und je mehr Subs, desto länger wird der letzte Stream. Das heißt, ihr könnt mich theoretisch die Subs für immer. Dann werde ich dafür sorgen, dass du nicht aufhörst. Wenn du gehst,
Dann kann man Twitch auch deinstallieren. Wir wissen doch gar nicht mehr wohin mit uns. Wir sind Ruhepuls im Internet. Inspiration. Für viele Freigeister. Das war meine Laudatio. Ich finde schade, dass man hier den Boden nicht lackieren kann. Dass man die Decke nicht lackieren kann. Das kann man mit dem 5-Euro-Upgrade, glaube ich. Mich stört diese scheiß Lampe hier schief, ist sie so angebracht hast. Ja, du kannst sie auch noch bewegen. Ja, kann ich nicht. Doch, Tab und dann Platzierungsmodus. Nö. Achso. Ja. Die ist festgebacken. Das ist jetzt fest. Mit Lehm. Also die 600 Dollar Marke, die kriegen wir ja nicht mehr. Ist vielleicht erreicht, ne? Ja, das Problem ist halt auch, dass du direkt immer deine Lizenz gekauft hast und jetzt sind die ja nur noch sauer. Ach, da bin ich da schuld, ey. Ja, wir haben doch gar nicht die Infrastruktur dafür. Das Spiel, das reibt einem nicht unter die Nase. Ich reibe mir auch was unter die Nase. Supermarkterweiterung? Bist du denn komplett des Wahnsinns? Jetzt knallt's wirklich. Also das ist... Schande, was du hier gerade betreibst. Könntest du wirklich schämen, dich für. Ich muss jetzt hier erstmal bauen. Kritik nehme ich später an. Kritik ist was für alte. Weiße Cis-Männer. Alter, weiße Cis-Männer. So, warte mal hier. Zackig, knackig. Und jetzt mache ich hier den Frost da. Das Schild geht nicht ab. Super. Können wir auch nicht mehr bewegen, oder? Nee. Das. Hä? Jetzt ist es doch. Wo ist es hin? Habe ich es verkauft jetzt, oder was? Ja, das muss aber hier hin jetzt. Habe ich ein neues? Kostet, was es wolle, oder was? Was ist der Minus? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das nicht bewegen kann. Ich mag auch den Font. Ist wirklich schön. Jetzt sieht man aber wieder den Rücken, ne? Ja, jetzt sieht man seinen Rücken. Mhm. Dann würde ich ihn doch hier an die Wand stellen. Oh, was jetzt? Genau, jetzt, das okay. Ist eine super Idee. Machst machen wir so. Okay. Ich mach das kurz. Jetzt schimmen die Lampen natürlich nicht mehr, ne? Ja. Oh, was macht er jetzt? Oh nein. Oh, ne, sag mal das. Das ist jetzt was gemacht, was man nicht machen durfte. Oh, das dauert ihn nicht. Ach, du dumme Drecksau jetzt. Oh, jetzt habe ich das verkauft. Ach, er scannt es trotzdem. Super. Habe ich die Lampe da verkauft? Ja, ist doch gut. Ja. Hilfe, wie krieg ich das wieder weg hier so? Ist 5ers Alter bekannt? Nein. Nein, tatsächlich gehört das noch zu den größten gehüteten Geheimnissen. Ist viel zu dunkel hier, wir haben keine Lichter. Das mit geistig oder körperlich finde ich auch eine Beleidigung. Hürden. Da will ich mir jetzt erstmal selber an die Nase fassen. Oder am Stick. Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Ja, ihr seid doch alle Sticker. Man ist side of life. Ich bin auch ordentlich eine Kilo Week, on a Weeks. Und dann könnt ihr mich ein bisschen am. Ordentlich am. Vorbei walken of life. Okay? Ein kleiner Splasher. Ihr seid alle wirklich die größten Splasher, die ich jemals begegnet bin. Und, yeah, you know, this is the side of love. So, also der Laden läuft.
$600 haben wir noch weit nicht erreicht. Ja, das ist nicht das Einzige, was ich im Leben noch nicht erreicht habe. Oh, aber gute Bilanz. Ein Produkt immer noch überteuert, ne? Frage ich mich immer noch bis heute. Da würde ich mir auch mehr Einsicht wünschen. Was ist das Problem? Wo kann man dran feilen? Und wieso läuft's nicht? Oh, das ist scheiße, Leute. Also, ich glaube, man muss hier den kündigen. Mach den mal kurz weg. Mach ich ihn wieder hin. Jetzt geht er wieder hin. Unfassbar. Hat wirklich. Der auch Platz dahinter? Nee. Du bist ja auch dumm wie Scheiße. Er geht dahinter. Guck. Schlüpft da rein. Ich werde an dieser Kasse vorbeigehen? Ja, geh mal vorbei. Hä? Aber ist doch jetzt da, ne? Ja, aber sieht scheiße aus. Ja, du siehst scheiße aus und trotzdem guckst du in den Spiegel hin. Ja, mal. Trotzdem hab ich den Preis des schönsten Dorflokalisten. Mecklenburg-Vorpommern. Also, was wir hier nicht haben und was wir haben, Cola kommt. Katzenfutter kommt, scheiße, wir kaufen Katzenfutter. Ich brauch Thunfisch groß. Warum? Wir brauchen kein Thunfisch. Doch, wird sich gewünscht. Oh, sag mal. Was war das gerade? Eine kleine Bankraube oder sind das die Räuber? Einer gedriftet hier. Das sind die Räuber. So. Wollen wir Räuber und Gendarm spielen? Moin. Auch $119 für Erbsen habe ich ausgegeben. Kommt hier ins Konservenregal. Oh ja, klasse. So, guckt euch das doch mal an. Machen wir hoch auf $4. So, unser Freund ist wieder tüchtig. Ich wäre schneller an der Kasse. Weiß ich nicht. Schneller was. Oh, der zieht da schon langsam ein hier. Wir haben schon wieder die Soda-Flaschen fehlen, Cola-Flaschen fehlen. Das fehlt viel, aber wenn wir alles kaufen, sind wir pleite. Ja, aber wir kommen ja gar nicht immer, wir sind ja immer so ein Todeszyklus, wo nichts passiert. Also ich werde kein Supermarktler, ey. Da doch, bist du ja arm, hätte ich ey. Lust drauf. Nein. So ein kleinen, so ein Kiosk. Ey, da bist du arm. So einen echten Kiosk. Ein Bütchen. Du musst alles selber machen. Ein Bütchen. Bestellen. Ja, aber das macht doch... Einräumen. Ja, würde ich machen. Scheiß Kunden, jeden Tag dieselben. Nee. Kommen sie da wieder, wollen sie die Kippe haben. Ja, ne? Gerne. Bammer. Danach machst du da so Stammtischgespräche mit Werner. Ah, ich bin schon wieder zu Hause, hab schon kein Problem. Weißt du? Was für ein Dreck hier da. Würdest du lieber einen Kiosk so machen oder lieber in so ein weißt du, Imbiss? So, Imbiss, hundertprozentig. Damit so Frikadellen, so ein bisschen Wurst. Also hier. Mettigel, Brötchen belegte und das war's, ne? Das wäre da. Oh, da würde ich uns auch sehen. Da würde ich uns auch sehen. Da hätte ich schon Bock, ne? Sag ich ganz ehrlich. Was zu schaden, würde ich auch investieren. Ich würde so einen Tag, würde ich auf jeden Fall gerne mal so ein Mett. Gerne eine Woche. Wir rennen hier rum. Wie die Heinz und wir hingehen. Tonnagen hier. Aber Kohle kommt nicht rein, ne? Ja, aber wir geben viel aus, aber wir kommen auch nicht. Also, es sind immer teure Produkte, die wir hier anbieten. Das hält sich aber irgendwie immer gleich, aber wir müssen nur eigentlich Plus machen. Oder ja, aber am Ende des Tages stand ja dann auch immer irgendwie plus 300, aber irgendwie. Ja, aber von 300 kannst du auch nichts kaufen. Verkaufst du das alles, ne? Immer so schnell? Ja, abends muss ich ja mal Gas geben, ne? Nee, kannst du auch mal lassen, Zukunft. Mach dir diese Tierfutter-Sachen noch teurer. Oh,
wie riesig man diesen scheiß Laden noch machen kann, ne? Ja, ja. Ey, guck mal, wir haben gerade ein Sechstel von diesen scheiß... Leute, guck doch mal. Alter, das wird ein riesen Laden irgendwann, ne? Auch ein Mitarbeiter, der einräumt die Scheiße. Dann kauf jetzt aber keinen Mitarbeiter, bitte. Nee, habe ich ja nicht mal einen Skill für. Und besser ist. Was guckst du da überhaupt die ganze Zeit, ey? Ich? Bist du mein Supervisor oder was? Ich mache ihm noch ein paar Anpassungen. Ist da oben oder nach unten? Wir sind ein bisschen nach oben. Ich weiß, günstiger ist. Was ist ein bisschen günstiger, ja, oder? Das Geld? Ich habe das Gefühl, wir verramschen das irgendwie alles. Ich weiß nicht, was das Spiel vorschlägt, was man so machen sollte, ne? Ja, da stand da irgendwie mal kurz, aber. Da stand irgendwas mit. Es darf nicht das Doppelte kosten. Und wenn der Preis vom Markt 1,83 ist. Und wie das und immer noch drunter sind, dann kann man das ja noch erhöhen. Ja, das machen wir gut. Knete, 400. Hm. Ich glaube, das macht sich gut bemerkbar, was ich hier gerade mal plan. Ich genieße das so, dass es mittlerweile abends wieder kühler ist, ne? Ja, es geht in eine richtige Richtung. Ja. Du kannst bleiben, die Temperatur, weißt du? Aber es wird wieder, na, ich will gar nicht. Es wird auch nochmal wieder hochgehen. Mein Lieber. Ja, aber es geht auch irgendwann wieder runter und zwar richtig in den Keller. Hab ich gar keinen Bock. Ich habe früher was gemacht, was man nie machen sollte. Ich bin mit meinem Auto mit Sommerreifen durch den größten Schnee in der Eifel gefahren. Ich hatte nie so viel Nahtoderfahrung gehabt. Ja. Einkaufspreis ist nicht Marktpreis, oder? Sagt Gürden. Nee, der Marktpreis ist allgemein so ein Fantasiepreis, oder? Warte mal, 5,49. Und wir bieten den für 8,5 an. Und hier kostet... Worüber redest du gerade? Welches Produkt? Das Katzenfutter, das gelbe. Gut, guck ich mal. Also das ist 5,49 pro Einheit. Ja, das steht hier auch. Ja, dann haben wir doch das alles. Ja. Ich habe das aktuell für $8.05 drin. Und da stand am Anfang, man soll nicht das Doppelte. Das heißt, wenn ich bei 8 bin, bin ich ja immer noch drunter über diesen Doppelten. Dann müsste ich ja irgendwas mit $10, dann würden die Leute sagen, ist zu teuer. Habe ich das richtig interpretiert? Ja, habe ich. Und guckt euch mal die Summe an, $600 haben wir gerade erreicht. Oh, wow, ja, 700 haben wir erreicht. Weil wir viel zu niedrigpreisig waren. Da kriegt der Fridolin meine Gehaltserhöhung gleich. Nee, besser nicht. Da wird erstmal gekündigt. So ist es. So ist es. Riechziegel brauchen wir. Ich würde gerne aus dem Bett streamen. Ich würde gern gleichzeitig Zuschauer sein, aber auch Entertainer. Versteht ihr, was ich meine? Entertainer. Ich würde gerne meine Streams einfach mal mit dir zusammen gucken. Ja, komm, wir machen uns einfach mal einen Abend und dann gucken wir unsere Streams einfach. So die besten aus der Vergangenheit irgendwie. Ja. Ihr könnt da vielleicht ein paar sammeln und dann gucken wir uns die mal an. So ein bisschen Highlights. Zum Ende deiner Karriere finde ich auch gut, dass man da nochmal ein bisschen Revue passieren lässt. Oder kann da jemand Best-of schneiden von unseren paar Jahren? Oh, ich will sowieso Best-of. Ja. Das kann man natürlich nicht verlangen, aber ich liebe Best-ofs allgemein. Aber, gute, aber nicht so billig. Das, ja, aber ist auch immer so schwierig. Nö, ihr müsst da halt auch mal 60, 100 Stunden. Ende. Ohne Gehalt arbeiten, ne? Ja, das gehört halt zum Fandom-Sein dazu, findest du nicht? So, ich mache jetzt ein neues Kühlregal, Fimmer. Es ist soweit. Ne? Ich bin noch nicht fertig mit den Preisanpassungen. Das oder wird hast noch du mehr. Vor noch, oder hast du noch vor, noch was anderes zu kaufen? Naja, wir haben leere Regale.
Aber mach. Aber sorg dafür, dass es dann auch einen Sinn hat, einen ordentlichen, ne? Ich wollte jetzt einen Kühlschrank kaufen. Mhm. Boah, kommt aber die Kohle rein. Ja, weil ich krass bin, Mann. Mein Gott, das hätten wir viel früher machen ja, sollen. Ich ja, ich kenn mich halt auch aus. Aber Grundnahrungsmittel alle weg. Ja. Komplett, meinst du? Passt? Ja, also wir brauchen jetzt noch $30, die werde ich jetzt kaufen und dann haben wir wieder alle. Boah. Scheiße, da. Ich hab's auch am Hola will, dass ich Camboy werde. Bist du doch schon, quasi. Und nur ohne Cam. Ich werde VTuber oder PNG-Tuber. PNG-Tuber soll ja wohl ganz einfacher Content sein. Oder was hast du dazu? Wie stehst du dazu? Ja, abschauen. Schrecklich, oder? Ja. Und damit verkauft man sich auch irgendwie. So ein PNG dann reinbloppen. Finde ich auch unspannend. Also dann lieber gar nicht, weil das irritiert mich ja dann nur. Das reicht ja nicht für so ein richtiges oder PNG, was soll das überhaupt sein? Huch, da habe ich eine Frau geslappt. Ach, ich finde das irgendwie, das ergibt für mich keinen Sinn. Also beim VTuber verstehe ich noch halbwegs, ja, also, aber beim, beim halt PNG-Tuber verstehe ich ja gar nicht. Ja, eben ist ja nicht mal anregend. Also auch bei Männern so wie bei Frauen. Ich andere. Nee, versteht ihr, was ich meine? Ja, wir sind doch alle einfache Menschen. Wir wollen doch nur so eine. Ist Wollust. Und, So, jetzt kann ich die neuen Produkte, die wir wieder drin haben, auch noch anpassen. Die waren ja alle leer. Welche neuen Produkte? Na, die ausverkauften quasi. Was haben wir hier? 1,80. Drei. Reis. Mache ich auch auf 3. Ist die Obergrenze. Mach ich auf 4. So, jetzt gucken wir mal, wie das hier klappt. Ah, oh, sammelt der Katzenfutter hier. Cent. Und du stellst leere mehr. Kisten in den Scheißregal. Echt? Mach ich das? Affen am Zaun hier. Sagt man so. Ah, noch alle Affen am Zaun. Wir müssen Salz leider Preis runter machen. Sonst wird es nicht mehr gekauft. Oh Gott. Komm ja schon 2 Fertigkeitspunkte jetzt, ne? Echt? Du wirst es nicht glauben, aber es ist so. Das ist sehr spannend. Scheiße. Bauen wir noch etwas ein, dann kann ich hier was kaufen. Danke. Ein Zuschauer hat mich privat angeschrieben und gefragt, hallo Kurt, sag mal, auch wenn Phil aufhört mit Twitch, bleibt sein OnlyFans-Account so aktiv wie aktuell? Es wird auf jeden Fall weniger. Aber ich möchte, dass du erstmal antwortest. Wollte nicht reinkriegen. Ich war gerade im Roleplay drin. Jetzt hast du mich rausgerissen. Also wirklich. Du kannst nicht immer direkt alles verneinen. Sorry. Habe ich auch nicht. Spul mir kurz zurück. Ja, Es wird erstmal so weiterlaufen wie bisher. Natürlich muss ich die Preise eindeutig erhöhen. Naja, die fehlt ja dann noch Einkommen. Ja für sich. Hier fehlt dann noch Einkommen. Aber die Leute werden schon gewillig sein,
finde ich, also Qualität wird sich immer bezahlt machen am Ende. Ja. Da kannst du dann auch in zweistelligen Bereich gehen. Ja. Du hast dich auch ein bisschen unter Ramsch verkauft, kann man so sagen. Ja, aber ich meine... Also 290 für ein Komplettpaket an Videos und Fotos muss... So fängt man klein an und das finde ich auch völlig, völlig okay. Also. Für das, was man schon gesehen hat bei 299, waren die Hürden fürs Premium-Paket bei 399 nicht mal groß. Oh. Also da haben sich viele auch gedacht, reicht das kleine Paket? Also auch für hat die, gereicht. Für die kleine Größe Sinn. Reicht das kleine Paket, aber... Hat gereicht. Hat gereicht, nein. Kleinen Wollmäuse. Ach was. Oh. Ja, das ist jetzt natürlich alles im Arsch, weil wir da viel weggeballert haben. Was sind denn sonstige Kosten, frage ich mich. Frage ich mich auch. Was ist denn sonstiges? Erstmal muss der Laden aufgemacht werden. Also was ist... Ja, was sagst du, letzter Tag jetzt hier? Oder ja, wenn das wir ist schon aber, fast, oder wir stoppen hier einfach. Ja, also 20 Minuten haben wir noch eigentlich. Ja, Leute, last, ja, das geht ein langer Tag, ne? Leute, fühlt euch schon mal gedrückt? Ja, ja, das ist schon eine Weile immer. Ja, können wir einfach mal gucken, ne? Strom. Ja, weiß ich nicht, aber es wird doch einzeln aufgeführt, Strom, oder nicht? Strom wurde einzeln aufgeführt. Ja. Dann ist es nicht unter sonstiges. Wo siehst du das überhaupt mit diesem nächster Tag ist Influencer oder wer ist das nochmal? Was? Wie heißt denn, wie heißt das Wort jetzt nochmal? Was meinst du jetzt? Inflation. Ist Donnerstag. Ja, wo steht denn das? Das stand auch am Anfang irgendwo einfach. Achso, in der, so einer Box, das ist immer Donnerstag. Ja. Ich verstehe aber auch nicht, warum das so einmal gedroppt wurde. Kann doch keiner lesen, da die 100 zu einen. Oh, Gesundheit, was war das denn jetzt? Sorry. Eine Implosion. Da wollte aber jemand ganz schlau nichts raus, ne? Lieferkosten gibt's das hier? Lieferkosten? Nee. Da ist nichts mit Lieferkosten. 162, 162. Nö. 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 Ist es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die Kühltruhe vielleicht mehr Strom verbraucht oder so. Kann das sein? Ja, aber warum denn sonstiges? Es steht doch trotzdem dann unter Strom, oder? Ja. Wartungskosten. Und die ganzen Tipps, die kann man auch nirgendwo mehr abrufen, ne? Nee. Wann kommt denn Bananenspaß Part 3? Naja, also ich habe meine Analluke zu ausgiebig gedehnt. Ja. Und ich muss warten, bis das geheilt ist. Bis mein Anusriss wieder verheilt ist. Den hast du auch behandeln lassen, oder? Den habe ich auch behandeln lassen. Und dann, werde ich das demnächst wieder angehen, wenn ich das dann, wenn ich vom Doktor das okay bekomme. Du musst aber noch wahrscheinlich warten, ne? Ja, ich muss jetzt erstmal in Reha. Reha? Ja. Das ist mager. Das ist mager. Mager Quark. Quark. Und Wie sprichst du da denn aus der Quark? Ja, Geld ist wieder ganz schlecht gerade, also. Die sollte aber gleich. Aber es sind auch nicht viele Leute hier drin. Ja, obwohl wir WLAN haben, ne? Ja, vielleicht weil wir WLAN haben wegen der Strahlung. Nee. Hast du 5G da reingeballert? Da meinst kommen du, die Leute kommen nicht. Mehr. Nee. Mhm. Die wollen wieder das alte da haben. LTE wollen die. Jetzt wird's ja langsam. Ja, aber die sind auch halt wieder unzufrieden. Die haben wieder keine Produkte hier. Ja, das verstehe ich aber nicht. Dann sollen sie uns mehr Geld geben.
wir können jetzt 1, 2, 3, 4, 6 Punkte brauchen für die scheiß Mitarbeiter. Ich hole jetzt erstmal das, was nicht mehr da ist. Und wir spielen auf Schwierigkeitsstufe 0, wollte ich nochmal kurz. Deswegen, zum Glück haben wir da nichts eingestellt. Ja, der Groovier-Käse musste ja. Hä? Ja. Gut, $62 haben wir noch. Ich mach mal den Käse auch rein hier. Fachhandel, bestätige. Ja, geht zur Arbeit, Sora, ne? Viel Spaß. Und, ja, viel Spaß beim Tanken und dann nicht so lange den Rüssel reinstecken lassen. Genau, und du weißt, bald ist Lucky Event. Also brauche ich schon mal schick machen, ne? Haare geben. Fehler, das ja leider nicht an, habe ich mitbekommen. Aber ich gucke mir das schon an, aber ich bin einfach nicht am Streamen dabei. Ja, ich auch nicht. Aber ich guck's mir an. Ich hoffe, der Ton ist besser als das letzte Mal. Also wenn der Ton von Anfang an wieder scheiße ist, schalte ich auch ab. Schalte ich ab. Dann gucke ich irgendwie Breaking Bad weiter, aber... Ja, gucke ich Breaking Bad weiter. Das war dieses Mal. Ich finde es gut, dass wir auch immer wieder neue Orte für die Produkte haben, dass die Kunden immer sich überrascht fühlen. Ach. Ja, wo ist es heute? Der Gouda. Der Teller, die ist ja gar nicht mehr. Der Gouda, der hängt jetzt da beim Katzenfutter rum. Also... Ist das nicht auch ein Konzept, irgendwie ein geiles? Weil das will man nicht immer was Neues haben im Leben? Na sicher, das bildet die Synapsen. Und, oder magst du es, wenn du genau weißt, wo du die Sachen immer findest? Oder willst du auch einfach immer ein bisschen mal suchen? Nee. So willst du schon, dass es da bleibt, wo es ist? Ja. Bist ein Deutscher. Deutscher weiß das, ist man. Aber Beschwerden, die sagen aber auch nie, ob es irgendwas so teuer ist, oder? Oder das sieht man dann immer erst im Bericht. Ja, sagen nur, was sie nicht gefunden haben, ne? Aber kaufen da trotzdem Hunde? Ja, die brauchen das Futter für die Hunde und Katzen. Das ist komplett weg. Ja, aber das ist alle teuer hier. Ja, aber da kriegen wir natürlich auch wieder was rein. Ja, so viel kriegen wir aber nicht rein hier. Oh, ich kann ehrlich sagen. Zweite Kasse. Pat. So. Müssen wir einfach warten. Ja Leute, also im Discord wird ein Event kreieren. Im ihr Discord als Community könnt euch da dann komplett organisiert von Köden. Das geht halt dann einfach darum, den Stream im Discord zu gucken, der Lucky Stream, das heißt, ihr könnt euch alle einfinden. Ist das nicht klasse? Da kommt größte Unterhaltung. Ja, ihr könnt euch dann da gegenseitig ansticken und gleichzeitig das Lucky Event beglücken. Ja, ich finde, also ganz ehrlich, das letzte Supermarktspiel hat was gekostet, irgendwie 8 Euro. Nein, und da muss ich auch sagen, das ist und gut das kostet konzipiert. Nichts. Und dafür ist es okay. Ich glaube, das ist auch der Angriff der Klare. Ich finde wieder die Kritik, die ich bei jedem Spiel habe, ich finde den Progress ein bisschen zu ernüchternd. Aber das ist ein allgemeines Lebensproblem aktuell, habe ich das Gefühl. Bisschen das hätte ich gerne ein bisschen anders. Wo du viel ernüchternd findest. Aber wenn du guckst, was es noch alles gibt. Ja, aber da sehe ich doch, also da habe ich ja eher Lust, wirklich Zeit in zu investieren. Aber ich will auch Erfolgserlebnisse, wenn die alle 3 Jahre nur kommen, dieses Scheiß-Erfolgserlebnisse. Ja, es ist halt auch schwierig, bei so einem Finanzen-Ding immer dann alles richtig zu balancen, ne? Da darfst du nicht verübeln, dass da vielleicht alles nicht hin und da stimmt. Aber guck mal, jetzt steigt das gerade wieder ordentlich an. Ich habe nämlich das Hundefutter, also wirklich diese teuren sind am besten. Weil wir können da so viel rausholen. Ja, vielleicht mehr Hundefutter kaufen, ne? Hab ich gerade voll gemacht und
Fruchtjoghurt hat er nicht gefunden, der Wichser. Der Wichser. Hurensohn, Alter. Blubber. So. Fruchti, Yogi. Hm? Fruchti. Koffein-Cola. Haben wir über Platz? Ja, wir haben noch hier genug. Das linke Regal ist noch gar nicht ausgeschöpft. Ihr habt es noch gar nicht benutzt hier links. Ne? Ach so, ja. Ein ja. Toller Fehlkauf auch wieder. Ne? Ja. Ist ja nicht das erste Mal. Kennst du dich ja mit aus. Geh mal weg, du. Man kriegt gar kein Geld, wenn man die Boxen wegschmeißt. Ja, jetzt nicht mehr. Ich glaube, das war so ein Startbonus. Dann können wir es auch eigentlich liegen lassen. Ja, aber es ist einfach nervig und scheiße. Das Verhalten. Na? Macht keinen Sinn, dass bei Froster Käse, da ist eine kleine Tiefkühltruhe und du schreibst da Froster hin. Wir haben nicht mehr Froster Produkte. Die ist leer. Ja, aber die Leute wissen, was das ist. Das ist ein Joke auch, damit die Gäste ein bisschen lachen. Richtig. Ja, ja, finde ich gut. Oh, gleich ist der Tag schon vorbei, finden wir. Ja, und damit endet dann auch gleich das Stream. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Aber auch lange durchgezogen, aber fast 3 Stunden das Spiel, ne? Ja, und da reicht haben wir so gar nichts. Lange wieder entertainen, außer wir. Das wird da auch reicht fehlen. Aber nichts im Spiel auch. Wir werden dann nie wieder werden wir in diesem Internet gesehen. Ach, da bist du da hin. Ich dachte, was springt denn da hinten da rum? Ein wildes Reh. Das wäre ein Einburg, ja? Warum sind die Straßenlaternen so Spotlights überhaupt? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Kennst du wie bei Mr. Bean das Intro? Ja, ja, da wo da angestrahlt wird. Und dann oh, Mr. Bean war früher geil, oder? Ich habe ihn geliebt. Ich fand es aber auch immer wieder ein bisschen gruselig, diese Musik. Fand ich ein bisschen, habe ich nicht kapiert. War ein bisschen. War mir zu komisch. Vom Zeichentrick oder vom richtigen? Nee, beim echten. Was meinst du, die Serie? Oder die gab es auch noch. Es gab auch noch Zeichentrick, ne? Ja, aber. Ja. Die war auch gar nicht schlecht. Nee, natürlich hat echtes besser, ist klar. Ja. Aber für so also ein kleiner Snack. Also, eine meiner Lieblingsfolgen war, als er da irgendwie in dieser Schule oder Uni war. Und der ist mal irgendwie. Ach, bei, mit dem Panzer da, der auch. Ah ja, mit der geparkt hat, mit dem Panzer ja, ja. Und dem Wagen. Da ging es drinnen ja auch schön weiter da mit diesen toll. Ganzen Kursen, wo er da alles durcheinander bringt. Da werden wir vielleicht zum ersten Mal $1000 auf dem Konto, ne? Ja. Weil du mich hast. Visionär. Ich bin Steve Jobs. 1000. Zack. Das sind unsere ersten und letzten $1000. Für diesen Stream, meine Damen und Herren. Wir haben noch wenige Minuten geöffnet. Bis 22, dann oh. Kommt normalerweise keiner mehr. Wir können hier nochmal ordentlich jetzt shoppen. Shoppen, shoppen. Thunfisch hat er nicht gefunden. Ja, hatten wir auch noch nie im Angebot. Ja, dann werde ich das mal machen. Jetzt willst du noch den Thunfisch kaufen, dann gehe ich mit dem Scanner her. Thunfischerbsen, Hundefutter. Oh nee, so viel hast du jetzt gekauft. Aber wenigstens was zu tun. Ach, erstmal den Thunfisch. Nehme ich den Thunfisch. Oh, 40 Dosen auch. Ah doch, Thunfisch hatten wir schon mal. Warum ist da ein Mensch drauf? War mal ein Mensch. So. Super, so, das war es gar nicht, fast wieder 1000, ne? So, oh, so. Ja, haben wir uns gut erholt. So, die letzten Minuten laufen an in unserem Reichtum. Komm, fress ab. Das ist er, der Laden hier, ne? Mal wieder noch einen kleinen Screenie.
Ich bin sehr stolz auf den kleinen Laden, ne? Heute. Klasse, ja, wirklich, finde ich klasse. Hier steht da coming soon? Asset Store near you? Ja, ja klar, wahrscheinlich gibt's Updates. Hier siehst du auf dem so. Bildschirm, ne? Na klar, wird es da noch Updates geben. Wenn du merkst, es kommt gut an und die Leute kaufen auch, weil sie ich werden. Ich finde, das ist ein faires Spiel, ne? Ja. Und da seid ihr auch gefragt, unterstützt bitte im Namen von uns diesen Entwickler gerne mit einer kleinen Spende. Schenkt uns das 5-Euro-Paket, ne? Und dann könnt ihr auch heute Nacht gut schlafen. So, gleich haben wir die 1000 wieder. Komm. Oh, bitte noch. Gibt's noch einen Kunden? Er hier, er ja, hier. Ja, er wird der unser 1000ster. Erste 3, Kunde kommt, Kunde kommt. Los, 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 los. $1000 vollmachen, bitte. Sie sind's. Ja, dieses. Und da haben wir's. Und da haben wir die 723. Boah, die Bilanz war gut diese Woche. Das war die beste Bilanz in meinem Leben tatsächlich. Ohne. Ja. Dann würde ich doch sagen. Muss man das speichern oder speichert das automatisch? Das weiß ich nicht. Ich mache einfach, es gibt keinen Speicherknopf. Oh. So. Wie fandet ihr es? Fandet ihr es geil? Ich fand's geil. Schöne. Kostenloses Spiel, Supermarkt, Gerät. Ich fand's klasse. Leute, jetzt kommen die ganzen. Hm? Jetzt kommen diese ganzen Text-to-Speech-Dinger rein. Ach, weil du du hast das gar nicht in deiner Szene, oder was? In der Szene war es nicht drin. Ach du Scheiße. Und ich habe meine eigene Stimme übrigens erstmal genommen. Einfach nur so. Nein. Doch, und ist total verwirrend gerade. Ja, geil. Also Leute, es hat einen Grund, es hat funktioniert. Frane, danke. Und Dorftrottel, die es probiert haben. Das war es wirklich, das war wirklich geil. Schlaf gut, wir sehen uns und ne? Und vergisst nicht, das, was ihr seid, ist mehr wert als das, was ihr sein wollt. Gut. Schlaf gut, Leute. Man sieht sich. Kuss auf die Nuss. Tschüss.